Ja, einen schönen guten Morgen für die 2, 4, 6, 8, 9 Leute im Hörsaal und hoffentlich alle am Stream. Heute mal von einer etwas ungewohnteren Location, ja, HS2 Vintage Hörsaal hier an der FH in der schönen Ellipse. Und wir sind bei Hypermedia 2 heute beim Ende angelangt. Hypermedia 2 sage ich schon, 1 sind wir beim Ende angelangt und Hypermedia 2 steht schon an, ja, nächstes Semester. Aber zuerst müssen wir quasi noch das zu Ende bringen, was wir heuer oder dieses Semester gestartet haben. Wir haben uns dieses Semester nochmal als ganz kurzen Recap zunächst mit HTML beschäftigt. Wir haben einmal geschaut, wie funktioniert diese Markup-Sprache. Wir haben uns über so semantische Elemente unterhalten, haben geschaut, wie man eine Seite aufbaut, sind dann weiter zu CSS gegangen, haben uns die Grundzüge von CSS angeschaut, bis hin zu Layout-Frameworks. Haben dann zwei so Zwischenkapitel gemacht mit Accessibility und mit diesen Datenformaten und haben uns jetzt als letzten großen Block mit JavaScript beschäftigt, wo wir uns zunächst mal die Sprache angeschaut haben, dann geschaut haben, wie können wir im Client, in unserem Browser damit interagieren und schlussendlich das DOM, also diese große Schnittstelle, uns angeschaut haben. Letztes Mal vor Weihnachten waren so ein kleines Exkursionskapitel, wo wir uns einfach angeschaut haben, wie können wir mit JavaScript und Node.js unseren Workflow ein bisschen enhancen. Und jetzt kehren wir noch einmal zurück und quasi schließen den Bogen, weil wir unterhalten uns heute über HTML-JavaScript-APIs. Sprich, wir haben ein paar Technologien so aus dem HTML-Umfeld noch, die wir bis jetzt nicht anschauen konnten. Ganz einfach deswegen, weil sie JavaScript brauchen. Darum war das am Anfang des Semesters noch etwas zu früh. Jetzt geht's aber. Ja, und es gibt einige solche HTML-JavaScript-APIs. Die eine oder andere hat vielleicht schon mal von einigen solchen Dingen gehört und ein paar davon schauen wir uns heute an. Das sind so Sachen wie der sogenannte, muss ich schauen, wo haben wir es da? Der Canvas, Video und Audio im Browser schauen wir uns an. Einen kurzen Exkurs zum Web Storage, Geolocation, Drag and Drop. Das sind ein paar der Dinge, die wir uns heute anschauen werden. Es gibt aber noch ganz viele weitere solche Schnittstellen. Ja, man nennt die APIs, API kurz für Application Programming Interface. Sprich, das ist einfach eine, ein Stück Software, mit dem ich bestimmte Dinge eben machen kann. Und wir werden einfach sehen, wenn wir mit diesem Canvas, mit Video, Audio, Web etc. interagieren, dann sind es nicht einfach so ganz klassische HTML-Elemente, die man quasi hineinschreibt und dann geht schon alles, sondern da muss man einfach ein paar Dinge noch mit JavaScript zusätzlich machen, damit diese Sachen funktionieren. Und genau das schauen wir uns heute an. Das Ganze ist so gedacht, ein bisschen als Vorausblick, das wird im dritten Semester wahrscheinlich noch einmal stärker kommen in Hypermedia 3, aber jetzt ist es mal so ein bisschen dieser Teaser, was alles möglich ist. Ja. Also HTML-Technologien mit Zugriff über JavaScript, man liest auch sehr, sehr oft, dass die einfach Web-APIs genannt werden, aber Web-API ist schon super allgemein, also da gibt es ganz, ganz viele. Deswegen ist mir so HTML-JavaScript-API für das Verständnis her ein bisschen, finde ich, besser geeignet. Schauen wir uns einmal an, bevor wir uns diese einzelnen Technologien anschauen, wie es überhaupt mit Browser-Kompatibilität ausschaut. Das ist eine Sache, die haben wir bis jetzt noch gar nicht so groß beäugt. Ja, wir leben in Zeiten, in denen die Webbrowser alle ziemlich okay sind. Ja, also man kann manche besser finden, manche schlechter finden, man kann sich aufregen, dass Browser wie Chrome einen Haufen Daten sammeln. Das sind alles gute und berechtigte Einwände. Allerdings haben wir, wenn man jetzt nur den Desktop-Bereich anschaut, lauter Browser, die alle technologisch ziemlich auf derselben Höhe sind. Egal, ob das jetzt Chrome, Firefox, Edge, Opera, was auch immer ist, ja, oder auch diese Nischen-Browser, die haben alle ein solides technisches, wie soll ich sagen, Grundgerüst. Und es ist ziemlich egal heutzutage, welche Browser man verwendet, solange man den aktuellsten verwendet. Ja. Wenn man jetzt irgendwo so Cutting-Edge-Features verwendet, das, was wir uns heute anschauen, ist auch schon immer Cutting-Edge. Ja, das sind auch schon Technologien, die gibt es schon länger, also das ist kein Thema. Aber Sie werden es hin und wieder mal sehen. Es kommen neue Sachen, man liest über etwas, das jetzt plötzlich funktioniert. Wie kann ich nachschauen, ob das tatsächlich für meine Webseite verwendbar ist? Also so eine Sache wie zum Beispiel Webby-Bilder. Die gehen mittlerweile in jeden Browser, kann ich problemlos, genauso wie JPEG, PNG etc. verwenden. Vor ein paar Jahren war das noch nicht so. Ja, da musste ich schauen, ob der Browser das kann. Wie kann ich das machen?
Punkt 1, es gibt eine sehr, sehr praktische Webseite, die jeder Webdeveloper, jede Webdeveloperin wahrscheinlich irgendwann einmal im Laufe ihrer Karriere verwenden wird. Die nennt sich caniuse.com. Die ist sehr, sehr praktisch, die kann man sich anschauen. Die zeigt nämlich sehr, sehr schön, wie es mit Browser-Support von bestimmten Dingen aussieht. Also zum Beispiel, das ist eine relativ simple Seite, man kann dann hier irgendwie eintippen, can I use, und man sieht schon, es gibt so Most Search Features, zum Beispiel das Webby Image Format oder die Flexbox. Wenn ich also wissen will, wie sieht es mit dem Support von Webby aus, tippe ich das ein und bekomme hier quasi die Browser-Matrix, wo ich sehen kann, wo und wie alles funktioniert. Und ich sehe, okay, das hier ist die aktuellste Browser-Generation hier, okay, mit dem Zeigen ist es etwas schlecht, ich glaube, ich nehme die Maus, ja. Mit der aktuellen Browser-Generation, wie zum Beispiel Chrome 120, alles green, funktioniert. Man kann hier ein bisschen zurückgehen, also in Chrome geht das seit Version 32, die Webby-Bilder, also seit 2014, ja, also schon sehr, sehr lange. Kommt auch von Google, dieses Format. Aber wenn ich mir zum Beispiel das bei anderen Browsern ansehe, wie zum Beispiel Safari, da sehe ich, da geht es erst seit Version 16 mit den Webby-Bildern, also seit 2022. Ja, da gingen die Webby-Bilder noch nicht so lange. Wenn ich die alten Versionen anschaue, 14 bis 15.6, da war so Partial Support. Ja, und bis Safari 13 war das Webby-Image-Format gar nicht supported. Das heißt, da kann ich sehr, sehr schön nachschauen, in welchen Browsern funktioniert was und kann für mich die Entscheidung treffen, möchte ich das verwenden oder möchte ich das nicht verwenden. Und wie gesagt, da findet man so ziemlich alles, was man irgendwie suchen möchte. Wie gesagt, andere Suchfunktionen, CSS Grid, WebGL, Flexbox. Man kann auch andere Image Formats anschauen, also zum Beispiel das, wie heißt es denn, AVF Image Format, das ist ein neueres. Da sieht man zum Beispiel, das funktioniert in der aktuellen Edge-Version noch nicht, aber in der nächsten soll es gehen. Ja, also da weiß ich zum Beispiel, wenn ich dieses Image Format verwenden möchte, ab der nächsten Edge-Version kann ich davon ausgehen, dass das funktioniert und so weiter. Also das ist eine sehr, sehr praktische Seite, caniuse.com. Das Ganze ist natürlich eine manuelle Geschichte. Das ist sehr, sehr, sehr schön, dass ich das nachschauen kann, aber manchmal möchte ich bestimmte Dinge vielleicht auch maschinell checken, also sprich, ich möchte meine Webseite bauen und wenn ein Browser meine Webseite öffnet, möchte ich vielleicht nachschauen, ob diese Browserversion dieses Feature, das ich verwende, tatsächlich auch beherrscht, bevor ich es verwende. Ja? Und für solche Zwecke braucht man dann in der Regel Bibliotheken, eine bekannte und schon lang verfügbare ist zum Beispiel der Modernizer, ja? Das ist eine Feature Detection Library. Das heißt, diese Bibliothek Modernizer, die kann man sich auch anschauen, das ist eine kleine JavaScript-Datei, die man hier verwendet und wenn ich die einbinde, dann kann ich verschiedene Checks in JavaScript in meine Seite einbauen. Ich kann zum Beispiel, ich habe hier zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich hier verschiedene Checks mache und sage zum Beispiel, okay, dieser Browser kann Canvas, kann HTML5-Video, kann Geolocation, kann Local Storage. Und das Ganze funktioniert relativ einfach. Man bindet hier die Modernizer Library ein, eine JavaScript-Datei, und diese Modernizer-Bibliothek, die stellt einem dann einfach Objekte zur Verfügung. Also zum Beispiel gibt es das Modernizer, die Canvas-Eigenschaft, die Modernizer-Objekt, die Video-Eigenschaft im Modernizer, die Geolocation-Eigenschaft im Modernizer und diese Bibliothek schreibt hier einfach boolsche Werte hinein. Also wenn Modernizer.canvas true enthält, dann weiß ich, dieser Browser, der gerade das aufruft, der kann den Canvas verwenden oder der kann Videos im Browser abspielen oder der kann Geolocation verwenden und so weiter. Und wenn false drinsteht, dann weiß ich, ich kann es nicht verwenden. Das heißt, ich kann zum Zeitpunkt, wenn ich wirklich sehr vielleicht experimentelle Features drinnen habe, bei diesen vier bräuchten wir es nicht mehr checken, das kann jeder Browser schon seit Jahren, ja. Aber wenn ich irgendwelche experimentelleren, neueren Features drinnen habe, wo ich sicher gehen möchte, dass sie tatsächlich auch funktionieren, dann kann ich diese Bibliothek hineinhängen, die checkt mir das und wenn ich irgendwo dann die Meldung bekomme, okay, dieses Feature kann dieser Browser nicht, dann kann ich einen gewissen Fallback zur Verfügung stellen und diese Fallbacks, die nennen sich das sind sogenannte Polyfills, das sind quasi in der Regel in JavaScript gebaute Stücke Code, die bestimmte Funktionalitäten, die der Browser nativ nicht kann, ersetzen. Das braucht man Gott sei Dank immer weniger und weniger, aber so zu den Frühzeiten von HTML5 gab es ganz, ganz viele Polyfills
Und es gibt da auch von Modernizer in der Wiki-Seite eine sehr schöne Auflistung, wo man für alle möglichen Dinge Polyfills findet. Also zum Beispiel kann dein Browser dieses Feature nicht, dann lad dir diese JavaScript-Datei runter und binde sie ein und die baut das so gut es geht nach. Ja. Und diese Polyfills, dieses Wort ist vor allem das Wichtige. Also falls man irgendwann mal Technologien braucht, die ein Browser nicht kann, dann kann man nach einem sogenannten Polyfill suchen und kann den einbauen. Im Detail schauen wir uns das nicht an, aber mir ist nur mal wichtig, dass Sie das gehört haben. Die Features, die wir uns heute anschauen, die sind, wie gesagt, alle schon so gut etabliert, da brauchen wir weder Modernizer noch sonst irgendwas. Aber wie gesagt, Sie werden sich öfter mit Dingen beschäftigen, vielleicht später mal, wenn Sie im Web irgendwo bleiben, wo Sie vielleicht modernere Dinge verwenden wollen und dann ist es wichtig, abschätzen zu können, kann ich das schon verwenden? Ist der Browser-Support gut genug? Kann ich davon ausgehen, dass der Großteil meiner UserInnen, die die Webseite besuchen, dann dieses Feature schon verwenden können oder sehen die dann plötzlich nichts, weil der Browser es nicht anzeigen kann, für das ist es sozusagen gut. Okay, das so vorab geschickt, dass wir mal gesehen haben, man muss sich manchmal auch mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und jetzt würde ich einfach sagen, schauen wir uns ein paar dieser HTML-JavaScript-APIs an und beginnen möchte ich mit dem Canvas. Der Canvas ist mittlerweile ein sehr, sehr zentrales Element geworden und ich zeige Ihnen wirklich nur die Bare-Bone-Basics, damit Sie mal eine Idee haben, was das überhaupt ist. Der Canvas ist nämlich einfach eine Zeichenfläche, mit der Sie sozusagen interaktive Grafiken machen können. Wenn Sie sich die Definition aus dem Living Standard anschauen, the canvas element provides scripts with a resolution-dependent bitmap canvas, which can be used for rendering graphs, game graphics, art or other visual images on the fly. Das heißt, der Canvas ist Ihre interaktive Zeichenfläche, die Sie verwenden können und damit kann man interaktive Dinge machen. In der Regel, wie gesagt, können das Games sein zum Beispiel, Sie können aber auch irgendwelche Grafiken rendern, Sie können irgendetwas zeichnen damit. Ich zeige später ein paar Beispiele her, was alles möglich ist. Aber prinzipiell, der Canvas hat sich mittlerweile zu einem sehr, sehr zentralen Element entwickelt. Jede Game Engine, die im Browser läuft, die braucht das Canvas-Element, um die Game-Grafiken rendern zu können. Wie funktioniert das jetzt? Canvas an sich ist einfach ein HTML-Element. Und dieses HTML-Element heißt Canvas. Ja? Und in der Regel lege ich es an mit einer Width und Height. Ich muss das nicht in HTML machen, ich kann das auch in CSS angeben, das wäre kein Problem. Ja, aber prinzipiell, der Canvas ist auflösungsabhängig. Das heißt, das ist eine Pixelzeichenfläche und ich muss festlegen, wie groß sie ist. Ja, ich kann sie schon resizen, das geht schon, aber es ist jetzt sind keine Vektorgrafiken, sondern es ist eine fixe Pixelzeichenfläche. Hier zum Beispiel 640x480. Und man sieht jetzt gleich, warum wir uns das erst jetzt anschauen, weil ich kann zwar dieses Canvas-Element in HTML anlegen, ich brauche aber dann JavaScript, um auf diesen Canvas zeichnen zu können. Und darum gebe ich diesem Canvas zum Beispiel hier eine ID, damit ich ihn später wiederfinden kann. Und in meiner JavaScript-Datei muss ich dieses Canvas-Element jetzt zunächst suchen. Also ich suche mir das mit zum Beispiel DocumentGetElementById, ich habe es Draw genannt. Das heißt, ich suche mir das mit dem DOM heraus, so wie wir das schon kennengelernt haben. Und damit ich jetzt zum Beispiel zeichnen kann, brauche ich einen sogenannten Zeichenkontext. Ja? Und in diesem Fall sage ich einfach Canvas Get Context 2D und dann bekomme ich den 2D-Zeichenkontext. Und damit kann ich 2D-Grafiken in meinem Canvas zeichnen. Es gibt auch einen 3D-Canvas, das ist das sogenannte WebGL. Das schauen wir uns hier nicht an, das kommt aber im zweiten Semester in objektorientierter und Grafikprogrammierung. Der David Schädel wird nämlich die Grafikprogrammierung mit WebGL im Browser und JavaScript machen. Das heißt, da kommt das auch wieder daher. Da brauchen Sie dann einen Canvas. Da fordern Sie sich dann aber keinen 2D-Kontext an, sondern einen 3D-WebGL-Canvas oder Kontext, besser gesagt, damit Sie dann 3D-Objekte in Ihrem Browser rendern können. Aber zunächst einmal in 2D, wie würde das dann funktionieren? Ich frage mir sozusagen diesen Kontext ab und jetzt habe ich einfach verschiedene Zeichenmethoden. Also dieser Kontext, das ist jetzt hier mein Objekt, das habe ich CTX genannt. Und dieses Kontext, dieses Zeichenkontextobjekt, das hat jetzt die verschiedensten Zeichenmethoden. Ich habe hier nur ein paar ganz, ganz simple rausgegriffen, damit man es mal versteht. Das soll jetzt, wie gesagt, kein Tutorial, how to use the canvas completely sein, sondern soll Ihnen nur mal einen Überblick geben, was man damit machen kann. Das heißt, ich habe bei diesem Kontext jetzt so Methoden wie fill rect oder stroke rect. Also ich kann ein gefülltes Rectangle zum Beispiel zeichnen und ich sage, okay, zeichne mir bitte vom Punkt 10, 10 mit der Länge 100 mal 50 Pixel. Also beginne quasi von links oben 10 rüber, 10 runter, das wäre hier, und 100 mal 50 Pixel und fülle das.
Und bevor ich es fülle, muss ich hier zum Beispiel einen Fill-Style festlegen und sage, gebe ihm eine CSS-Farbe Blue und damit würde dieses Ding blau gefüllt werden. Oder ich kann einen Stroke-Style festlegen und kann sagen, okay, die Farbe der Linie soll rot sein und ich möchte jetzt ein Rectangle von der Position 50-100 in der Größe 200x200 Pixel zeichnen. Das wäre also quasi von hier weg 200x200 und er nimmt diesen zuvor eingestellten Stroke-Style und zeichnet das dann rot. Und so kann ich quasi eine Pixelgrafik mehr oder weniger erzeugen. Die könnte man auch wieder abspeichern. Also die wie gesagt, die wird in diesem Canvas-Element im Browser gezeichnet. Aber ist prinzipiell dann etwas, das ich für alle möglichen Dinge weiterverwenden kann. Ich kann auch ganze Pfade zeichnen. Also ich kann wieder einen Stroke-Style einstellen und kann quasi, wie so, wenn Sie sich vorstellen, mit einem Bleistift kann ich sagen, okay, setze den Bleistift an die Position 20-50, also quasi fahre irgendwie 20 hinüber und 50 hinunter, das wäre dann hier, und ziehe eine Linie bis zum Punkt 40-20, das wäre quasi dieser Punkt hier. Dann ziehe eine Linie zu 60-50, das wäre hier hinunter. Dann mache wieder ein Move-To zurück auf 40-20, da stelle ich es wieder an die Spitze und ziehe eine Linie auf 40-100 hinunter, dann habe ich quasi das. Und sobald ich dieses Stroke-Kommando ausführe, wird es dann tatsächlich gezeichnet. Ja. Und wenn ich dann wieder sage, Begin Path, dann beginnt er einen neuen. Ich setze den Füllstil auf Rot und zeichne jetzt einen Arc am Punkt 150, das quasi hier, mit Radius 20 und von 0 Grad bis 2 Pi Grad und damit hätte ich zum Beispiel einen Kreis gezeichnet. Also sprich, ich kann hier ganz viele solche Grundprimitive zeichnen oder ich kann auch zum Beispiel Text rendern. Ich wähle mir eine Schriftart aus mit so ganz klassischer CSS-Manier, im Kontext hinten definiere ich eine Font, Bold 24 Punkt Areal und dann schreibe ich Fill Text, Hallo Hyp 1 an der Position 2050. Und er schreibt hier mit der Areal-Inschriftgröße 24 diesen Text hinein. Und dann könnte ich sagen, okay, der nächste Text wird bitte rechtsbündig ausgerichtet. Also man sieht schon, im Prinzip kann ich im Canvas einfach CSS-Formatierungsangaben setzen und kann dann mit Stroke-Text das Gleiche noch einmal schreiben. Allerdings ist es jetzt rechtsbündig und eben nicht mehr ausgefüllt, sondern nur mit Outline zum Beispiel. Und ich kann auch ganze Bilder darstellen im Canvas. Das heißt, angenommen, ich hätte hier so ein Konstrukt, der Canvas ist hier diese grau hinterlegte Fläche und die wäre ursprünglich leer. Und in der normalen HTML-Seite liegt hier diese Grafik drinnen. Ja, das wäre dieses Image-Element hier mit der ID-Image. Und ich möchte jetzt dieses Bild hernehmen und im Canvas nochmal zeichnen. Dann muss ich mir dieses Bild einfach in JavaScript abfragen. DocumentGetElementById-Image, also dieses Image-Element. Und im Kontext kann ich einfach sagen, draw image und kann dieses Bild hier einfach an Position 2020, das wäre hier, nochmals zeichnen. Das heißt, ich kann Bilder, die bereits in der Webseite existieren, nehmen und einfach im Canvas nochmal zeichnen. Das werde ich aber in der Regel nicht machen, sondern in der Regel werde ich überhaupt Bilder neu anlegen, das kann ich auch machen. Ich kann hier auch direkt in JavaScript sagen, okay, mach mir bitte ein ganz neues Bild. Also anstatt das aus dem DOM abzufragen, wo es schon existiert, sage ich einfach New Image. Es gibt in JavaScript das Image-Objekt, das einfach ein neues Image, ein neues Bild repräsentiert. Und ich setze ihm ein Source-Attribut, so wie Sie es kennen, HTML5-Logo, und ich setze ihm jetzt zunächst einen Event-Listener-Load, weil bevor ich das Bild zeichne, muss ich sicherstellen, dass der Browser die Zeit hatte, auch tatsächlich die Bilddatei, diese HTML5-Logo-PNG, auch tatsächlich zu laden. Und wenn er da hier diesen Load-Event wirft, dann gibt er mir, okay, das Signal, ich habe die Datei aus dem Dateisystem geladen, ich kann es jetzt zeichnen. Wenn ich diesen Event-Listener nämlich nicht setze, dann wird wahrscheinlich nichts gezeichnet werden, weil er noch nicht die Zeit hatte, die Bilddatei aus dem Dateisystem zu laden. Und so hat er das quasi als neues Image angelegt und mit Draw-Image kann ich es wieder zeichnen und ich kann hier entweder nur sagen, so wie oben zeichne es an Position 2020 oder ich kann auch hier zum Beispiel beim Zeichnen einfach einen Ausschnitt entnehmen. Ich kann also zum Beispiel sagen, okay, hol dir aus dem Originalbild, beginne bei x-Koordinate 0, aber bei y-Koordinate 24 und hol quasi 92 mal 104 Pixel heraus und zeichne das jetzt an Position 150, 60, zeichne es aber nur in 56 mal 52 Pixel groß, also quasi die Hälfte, oder die Hälfte sozusagen, wenn ich so will, ja. Von der Breite statt 104 mal 150 nur die Hälfte und dann würde er quasi hier nur quasi diesen Teil nehmen und
diesen herausnehmen und halb so groß wieder hier hinzeichnen und ich bekomme ein halb so großes Bild. Das heißt, ich kann hier auch Bilder skalieren, ich kann Ausschnitte entnehmen etc. Also ich kann quasi so Mini-Bildverarbeitung machen, mehr oder weniger. Das heißt, dieser Canvas, und das, da war jetzt noch nichts interaktiv, also sprich, da waren jetzt nur ganz normale Zeichenoperationen. Sie können dann aber auch in JavaScript, das lernen Sie dann im dritten Semester, Sie können mit verschiedenen sozusagen, in der Spielebranche sagt man Game Loops, also Sie können sich so Loops machen, wo JavaScript quasi immer in einer Schleife läuft und kontinuierlich etwas zeichnet oder updatet. Und damit kommt man mit dem Canvas schon sehr, sehr nahe hin, dass man sowas wie quasi eine Game Engine bauen kann, die permanent etwas rendert. Und da kann ich dann Objekte zeichnen, reinladen, Grafiken, auf Tastendruck reagieren, die Grafiken bewegen und alles Mögliche tun. Ja? Und der Canvas, wie gesagt, er kann ganz, ganz viele Dinge machen. Also zum Beispiel, er kann solche Sachen machen. Das nennt sich Zen Photon Garden. Das ist zum Beispiel so eine Canvas-Zeichenfläche, die mehr oder weniger so Raytracing simuliert. Also Sie sehen, da gibt es eine Lichtquelle, die schickt ganz viele Strahlen aus und ich kann jetzt hier quasi so Linien zeichnen und der Canvas geht quasi in Echtzeit her und berechnet mehr oder weniger, wo die Lichtstrahlen auftreffen, wo sie brechen. Man könnte auch Reflektionen zum Beispiel, also Diffuse und Reflectiveness und Transmissiveness einstellen, um quasi die Werte zu verändern. Und ich kann hier mehr oder weniger einfach mit diesem Experiment ausprobieren im Browser, wie sozusagen Lichtstrahlen hier gebrochen oder reflektiert etc. werden. Ja, das ist eine Sache. Eine zweite Sache, das darf ich eigentlich am Livestream nie wirklich herzeigen. Manche Leute haben so Sachen wie Wolfenstein 3D nachprogrammiert. Ich erschieße jetzt niemanden auf dem Stream. Ja. Aber man sieht zumindest, das wäre so eine typische Game-Implementierung. Also ich kann hier mit dem Keyboard durchrennen, ich kann mit Leertaste die Tür aufmachen. Das ist also, wie gesagt, der hält da nur einen Blumenstrauß, das ist nichts Schlimmes. Ja. Und man könnte hier jetzt herumrennen und das Original Wolfenstein von 1992 oder was auch immer, wann das rauskam, das quasi nachspielen im Browser. Ja. Also das ist, wie gesagt, alles möglich mit Hilfe dem Canvas. Oder drittes Beispiel, das ist so eine Kombination mit Video zum Beispiel. Man sieht hier, das ist einfach ein Video und dahinter sind hier ein Canvas und hier ein Canvas. Und da hat der Entwickler in diesem Fall die Leitung von so bekannten Fernsehern nachgebaut. Fernseher mag ich ja nicht, ich lese oben und quasi schaue mir den Bild halt an. Und genau das kommt dann gleich zur Frage. Genau das passiert hier. Der Inhalt des Videos bzw. der Randpixel, also man sieht, dann werden die Farbwerte aus dem Video genommen und dann wird quasi dieser Backlight-Effekt symbolisiert. Sprich, also jeder Videoframe wird analysiert und im Canvas werden dann sozusagen die Farbpixel hier gezeichnet, mehr oder weniger. Es reagiert also einigermaßen ganz gut auf den Videoinhalt. Ja, und die Farbe ändert sich so ein bisschen. Das war eine Frage. Ja. Alles Canvas. Ja. Also wie gesagt, schauen Sie sich das an, Sie können Sie jederzeit hier den Source Code anschauen, man kann das hier zum Beispiel relativ schön sehen, da liegt das Canvas, da liegt das Canvas Element Nummer 1, da liegt das Canvas Element 2 für die beiden Backlights, das ist so ein Video-Element, das lernen wir gleich kennen. Ja. Und wenn Sie irgendwas anderes anschauen, wie zum Beispiel den Photon Garden, sehen irgendwie das Back, dann werden Sie hier auch gleich das Canvas Element sehen. Ja. Da ist da das Canvas Element. Also sprich, das ist diese interaktive Zeichenfläche. Und wenn Sie natürlich Browser-Games anschauen, es gibt mittlerweile bekannte Game-Engines, die fix fertig sind. Da brauche ich nur noch ein Canvas-Element. Ich lade die Game-Engine als JavaScript-Library hinein, füge die JavaScript-Datei ein, kann mit der Game-Engine alles machen. Ich muss gar nicht diese Low-Level-Canvas-Funktionen verwenden, das macht die Game-Engine für mich, sondern kann viele andere Dinge. Kann man sich relativ schön anschauen. Die Frage war, wann ist der Canvas aktuell worden? Und da sieht man, Canvas Basic Support geht schon wirklich lange. Also Chrome kann es seit 2010. Ja, das geht wirklich schon lang. Edge 2015, das war, ja, also die war ein bisschen später dran, wie der Internet Explorer abgelöst worden ist. Safari 2009, ja, Firefox 2010 und Opera 2009. Also man sieht schon, der geht schon über 10,
12, 13, 14 Jahre oder so. Der ist schon relativ lang verfügbar. Basic Support heißt, dass er überhaupt funktioniert. Es gab dann Dutzende Erweiterungen für den Canvas, muss man ja ein bisschen schauen. Wie gesagt, CSS-Drawings, da sieht man zum Beispiel, das ist ein relativ neues Feature. Aus dem Safari kann das zum Beispiel überhaupt kein Browser. Ja. Oder das HTML-Element, okay. Die Text-API, seit wann kann man Text schreiben? Das war ungefähr dieselbe Zeit. Ja. Blend-Modes, dass man Bilder überblenden kann mit verschiedenen, so wie man es von Photoshop kennt. WebGL, das sind die 3D-Grafiken. Ja. Die Filter-API, dass man so Filter auf den Canvas legen kann. Nur super schlechter Support. Aber sieht man schon, da tut sich relativ viel beim Canvas, Gradient-APIs und so weiter. Aber der Basic-Support ist schon relativ lang da, also von dem her. Oder vielleicht viertes Beispiel, auch noch ganz schön, da gibt es Mini-Paint, ist auch eine komplette Canvas-Applikation, also falls jemand Paint nicht unter Windows verwenden will, also im Browser verwenden, da sieht man, also ich kann wirklich hier einfach was zeichnen. Ich habe ein ganzes Menü, wo ich Grafiken speichern, exportieren kann und so weiter. Ich habe so ganz die klassischen Color-Picker und alles da. Also auch also ganz eine klassische Canvas-Anwendung, wie man sie verwenden kann. Damit bekommt halt der Browser wirklich eben seine interaktive Zeichenfläche und man kann wirklich relativ viele nette und ja, interaktive, dynamische Applikationen erzeugen. Das ist schon ganz eine coole Sache. Das war, wie gesagt, ein super kleiner Ausblick. Im Laufe von den weiteren Hypermedia-Lehrveranstaltungen, also im Zweier nicht, aber Dreier, beziehungsweise auch vor allem in den Wahlfächern im vierten und fünften Semester, wer dem Web treu bleibt, der wird über den Canvas da noch oft stolpern, weil eben, wie gesagt, gerade für interaktive Dinge, wenn es in Richtung Games geht oder auch andere Sachen, alles, was irgendwo interaktiv im Browser sozusagen geschieht, da steckt meistens irgendwo ein Canvas dahinter. Und viele Semesterprojekte von uns, die sich im Web abspielen, die sind auch irgendwelche Dinge mit dem Canvas. Wie gesagt, nächstes Semester in der Grafikprogrammierung wird er wieder auftauchen, weil die Computergrafik wir mittlerweile auch im Browser machen. Man muss keine Low-Level-C-Applikationen mehr bauen, sondern man kann im Browser einen Canvas setzen, man kann sich einen 3D-Kontext hineinsetzen und kann da drinnen 3D-Objekte erstellen, laden, rotieren etc. Also das ist schon mittlerweile ziemlich gut, was da alles passiert. Das war nur mal ein kleiner Überblick, aber dass Sie jetzt mal wissen, es gibt diesen Canvas und man kann sehr, sehr viele coole Dinge damit machen. Zweite Sache, die auch super spannend ist, natürlich ist Videos im Browser abspielen. Also weil vorher schon das Wort Flash gefallen ist, ja, das ist natürlich mittlerweile alles kein Thema mehr oder so, aber wie ich jung war, ja, da war das sehr wohl noch ein Thema, weil wenn man dann Flash, also wenn man Videos schauen wollte im Web, dann musste man das Flash-Plugin installiert haben vor 20 Jahren und das war super mühsam und ja, überhaupt nicht Cross-Plattform, weil dann kamen irgendwann mal die iPhones und die haben sich, oder Apple hat sich geweigert, Flash für die iPhones zu portieren, was eher ein guter Move war, aber damals halt super lästig, weil auf dem iPhone konnte man keine Videos anschauen. Gott sei Dank kam eben dann auch so in etwa dieselbe Zeit wie der Canvas, also so Ende der 2000er Jahre, 2009, 10, kam dann das Videoelement auf und die Idee, dass man nativ im Browser Videos einbetten und abspielen kann. Das Wichtige ist allerdings darum, und das ist zwar prinzipiell heutzutage sehr, sehr easy, aber man muss trotzdem noch ein paar Dinge beachten, nämlich, es gibt natürlich, das werden Sie alle wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise schon wissen, wann immer Sie mit Video zu tun haben, gibt es immer mehrere Formate, die potenziell möglich sind. Ja? Und Formate heißt Folgendes, Sie haben in der Regel, wenn Sie ein Video anschauen, haben Sie die Bildspur und Sie haben die Tonspur. Und diese Bild- und Tonspur, die sollten dann logischerweise synchron sein und zusammengehören. Das heißt, diese beiden Elemente, die werden mit sogenannten Codecs in der Regel kodiert oder auch komprimiert. Es muss nicht komprimiert sein, aber meistens ist es das auch. Ja. Also sprich, zur Übertragung, damit die Übertragung kleiner wird, gibt es sogenannte Audio-Codecs und Video-Codecs. Ja. Und damit das Ganze zusammenpasst, stecken diese beiden Dinge in einem sogenannten Container drinnen. Der Container, das ist das, was Sie ganz gemeinhin hinten anhand der Dateiendung identifizieren können. Also .mp4 oder .mkv oder .mov oder was auch immer. Ja. Und da drinnen können aber unterschiedliche Videocodecs und Audiocodecs stecken. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, denn in den verschiedenen Browsern ist der Support für verschiedene Codecs, naja, nicht immer ganz gleich und man sollte eine Kombination wählen, die einfach funktioniert.
Ich habe hier eine kurze Tabelle gemacht, die einigermaßen aktuell ist. Im Prinzip gibt es drei große Kombinationen, wobei eine gerade am Wegbrechen ist. Also im Endeffekt werden es in Zukunft nur noch zwei sein, die funktionieren. Und diese Kombination ist die MP4-Kombination. Also der Container ist ein MP4 oder MPEG-4-Container. Der Videocodec ist ein H264 und die Audiospur ist entweder mit MP3 oder, wenn man in der Mac, im Mac-Ökosystem ist, mit dem AAC, also quasi Apples Audio-Codec, kodiert. Und dieses System funktioniert eigentlich in allen Browsern. Also jeder Browser kann H264-Video abspielen, kann MP3-Audio abspielen. Einzig allein der Firefox kann AAC nur abspielen, wenn der Codec im System installiert ist. Aber wenn ich sage, ich mache ein MP4-Video, die Audiospur ist mit MP3 kodiert und die Videospur mit H264, dann kann das jeder Browser wiedergeben. Was mittlerweile auch gut funktioniert in allen Browsern, noch nicht so lange, weil es ist ein Google-Produkt und Apple hat sich sehr lange gewehrt, aber in den neuen Safaris geht es mittlerweile auch, ist WebM. Also Sie kennen WebP als Bild und WebM ist sozusagen die Videoversion davon. Da steckt dann entweder VP8 oder VP9 Videocodec und entweder Vorbis Audio oder Opus Audio ist da der Codec. Aber jedenfalls, das können mittlerweile auch alle Browser wiedergeben. Und ist wesentlich fast schon noch besser komprimiert als die MP4 Videos. Und es gab sehr, sehr lange, und das waren eigentlich eine der ersten Codecs, das war das OGG-Format, ja, mit einem Theora Videocodec und einem Vorbis Audio. Nur diese Sachen hat Safari zum Beispiel nie unterstützt. Und auch der aktuelle Chrome, ja, wirklich mit Version 120, ich habe gestern oder vorgestern nachgeschaut, wurde da der Support oder der wird eingestellt. Einfach deswegen, weil das ein relativ alter Codec ist und es scheinbar Sicherheitsbedenken gibt. Da gibt es offensichtlich Exploits, wo man mit einem Videocodec Schaden anrichten kann. Das heißt, wenn Sie Video im Browser wiedergeben wollen, dann sollten das entweder MP4-Files sein mit diesen Codecs oder WebM-Files, dann können Sie sicherstellen, dass jeder Browser die wiedergeben kann. So, wie funktioniert das jetzt? Video im Browser, wenn man so ein Format wählt, wo ich mir sicher bin, dass es jeder Browser kann, dann ist es super simpel. Sie machen ein Video-Element und im Source-Attribut geben Sie einfach zum Beispiel den WebM oder MP4-Clip an und that's it. Und Sie haben Video im Browser. Ja, Sie können gerne Width und Height angeben, wenn Sie die Größe des Videos wissen oder das kontrollieren wollen. Und sobald Sie das Controls-Attribut dazu schreiben, dann bekommen Sie einen Videoplayer, der Ihnen die typischen Kontrollelemente anzeigt. Also das kann man vielleicht hier noch ganz kurz herzeigen irgendwo, ich suche es gerade. Video, das sieht dann zum Beispiel einfach so aus. Ja. Das ist dieses eingebundene Video und mit Controls bekommen Sie diese Kontrollelemente. Das Dach, leider, Pause, Zeit, also alles, was man braucht, etc. Da kann man dann alles ganz problemlos mehr oder weniger wiedergeben. Also super simpel. Wenn Sie sagen, ich möchte im Browser Support sicher gehen, dass das überall funktioniert, man kann auch mehrere Videofiles angeben. Es ist mittlerweile nicht mehr notwendig. Am Anfang war es noch notwendig, weil die einen Browser konnten diese Codecs, die anderen die. Das ist Gott sei Dank mittlerweile kein Thema mehr. Aber man könnte es auch so machen, dass man ein Videoelement angibt und dann mit verschiedenen Source-Elementen sagt, okay, ich habe hier einen WebM-Clip, ich habe hier einen MP4-Clip, ich habe einen OGG-Video-Clip und der Browser geht die der Reihe nach durch und den ersten, den er abspielen kann, wird er abspielen. Das heißt, ich kann sozusagen Fallbacks angeben, aber wie gesagt, WebM-Videos, MP4-Videos funktionieren mittlerweile in allen Browsern, damit ist das eigentlich nicht mehr wirklich notwendig. Das Spannende ist allerdings bei dieser Sache, also Videos wiedergeben, okay, aber das Spannende ist, und das ist vielleicht nicht uninteressant, vor allem auch für eigene Projekte, Sie können auch selbst Ihre eigenen Controls schreiben, beziehungsweise Sie können mit Hilfe von JavaScript diese Videofiles kontrollieren. Das heißt, Sie können sagen, okay, ich mache vielleicht, I don't know, ein Projekt und das ist eine interaktive Videostory. Das heißt, ich nehme ein paar Videos auf und ich baue eine Webseite und wenn ich bestimmte Dinge in der Webseite tue, dann spielt das Video ab und wenn ich irgendwo hinklicke, dann pausiert es und wenn ich dorthin klicke, dann wird das nächste Video geladen. Solche Dinge kann ich dann natürlich mit JavaScript machen. Ich habe hier ein kleines Beispiel, wo ich mir eigene Controls geschrieben habe. Also ich habe hier dieses Attribut Controls, das hier noch da war, ja, das habe ich hier weggelassen. Damit wäre es ein Video völlig ohne Kontrollelemente. Das heißt, ich könnte es nicht starten, ich könnte es nicht stoppen, es ist einfach da, aber ich kann nichts machen.
Aber ich kann mit JavaScript das Ganze erledigen. Das heißt, ich habe das Videoelement und ich habe mir hier Buttons gemacht. Also das Beispiel hat jetzt nur diesen Play-Pause-Button. In meiner Implementierung gibt es aber auch noch Plus-Minus für die Lautstärke. Das fehlt hier, aber das könnte man auch noch machen. Aber nur mal für den Play- und Pause-Button gezeigt. Ich habe mein Videoelement und ich habe diesen Button. Ja? Ich frage mir beide ab. Ich frage mir das Videoelement ab, ich frage mir den Button ab. Und dann ist es genau das, was wir die letzten Male auch schon jetzt gemacht haben. Ich lege einen Event-Listener auf meinen Button, ja, einen Click-Listener. Und jetzt kann ich abfragen, wenn das Video pausiert ist, das heißt, mein Videoobjekt hat eine Eigenschaft paused, wo einfach true oder false drinsteht, wo ich weiß, ob es pausiert ist oder ob es läuft. Wenn es pausiert ist, dann sage ich vid.play, spiele es also ab und setze auf meinen Button den Text Pause, damit ich quasi symbolisiere, wenn du draufklickst, dann wird jetzt pausiert. Und umgekehrt, wenn das Video schon läuft, dann, und ich klicke drauf, dann pausiere ich es jetzt und setze wieder Play auf den Button drauf. Und das Ganze sieht dann so aus, dass ich hier dieses Video mit den eigenen Controls, schaut natürlich nicht so toll aus, ja, ist nicht so schön wie das andere, aber man sieht, normalerweise wäre hier einfach das Video, würde am ersten Frame stehen und es würde nichts passieren. Aber hier mein eigener Button, ich drücke auf Play, das startet jetzt dieses Video. Pause, damit kann ich es pausieren. Das heißt, jetzt kann ich mit JavaScript dieses Video komplett steuern. Ich kann es pausieren, ich könnte zu bestimmten Timeframes hinspringen, ich kann es, weiß ich nicht, ja, zurückspulen an den Anfang etc. Das heißt, ich habe eigentlich die volle Kontrolle über dieses Videoelement. Ich kann auch Frame für Frame die Bildinhalte auslesen, wenn ich das möchte und. Da kann man sehr, sehr viel damit machen. Und das macht das Ganze auch sehr, sehr mächtig. Also es geht nicht nur darum, Videos im Browser abzuspielen, sondern ich kann sie auch interaktiv steuern im Browser. Und das ist eigentlich die spannende Sache. Diese Plus-Minus-Buttons, die würden die Lautstärke immer um 10% höher und runter drehen. Also sprich, da kann ich verschiedenste Dinge tun. Was man aber sieht, hier fehlt natürlich das komplette Overlay. Aber auch das könnte ich mir zum Beispiel nachbauen oder auslesen. Ich kann fragen, bei welcher Zeit, bei welchem Timeframe steht das Video und so weiter. Also das müsste ich mir dann alles selbst nachbauen. Werde ich normal nicht tun. Normal nehme ich die Standard-Controls, das ist wunderbar. Aber vielleicht brauche ich es eben für ein Projekt, wo ein Video drin liegen soll und wo das Video zum Beispiel, keine Ahnung, Sie kennen diese Webseiten, man scrollt runter und im Hintergrund spielt ein Video oder sowas. Genau so eine Sache. Ja. Ich frage mir die Scrollposition ab und triggere zum Beispiel das Abspielen des Videos und solche Sachen. Also damit kann ich sehr, sehr viel spannende Dinge machen. Und auch das ist so eine Sache, die halt, wo ich JavaScript brauche, wo ich aber eigentlich ein HTML-Element dahinter liegen habe. Analog zu Video gibt es natürlich auch Audio. Das heißt, mit Audio kann ich, wie zu erwarten ist, einfach Audio im Browser abspielen. Auch das ist natürlich eine gängige Sache und das funktioniert sehr, sehr ähnlich zu Video logischerweise. Auch hier muss man sich etwas mit Codecs auseinandersetzen. Ich habe hier natürlich nur Audio-Codecs logischerweise, Videospuren gibt es keine. Und hier ist auch die Auswahl etwas größer. Also sprich, diese Audio-Codecs, die kann der Browser, allerdings nicht alle werden in der Regel in Kombination mit Videofiles verwendet. Aber wenn ich rein Audio wiedergeben möchte, dann kann ich hier schon viele verschiedene Dinge tun. Also ich könnte zum Beispiel ganz klassische WAV-Files, mehr oder weniger unkomprimierte oder nur PCM, also Pulscode-modulierte Files wiedergeben, die in der Regel sehr groß sind, aber halt wo keinerlei Kompression drauf ist. Es gibt auch im WebM-Container eben den Vorbis-Codec, der geht auch in allen Browsern. Wie gesagt, Org etwas problematisch, weil es Safari nicht unterstützt. MP3s im MP3 mit MP3-Container oder MP3 im MP4-Container ohne Video funktionieren überall. AAC geht prinzipiell auch überall. Wie gesagt, im Firefox muss der Codec installiert sein, was unter Mac der Fall ist, aber unter Windows in der Regel nicht. Und dann gibt es natürlich so Dinge wie FLAC, also das Free Lossless Audio Codec, das gerade vielleicht bei audiophilen Personen recht beliebt ist, weil er zwar in der Größe komprimiert, aber eben nicht verlustbehaftet, sondern verlustfrei komprimiert. Das heißt, auch so kann ich das im Browser abspielen. Und wenn ich das eben machen möchte, dann habe ich hier wieder zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, okay, cool, ganz einfach, Audio-Element und Source gebe ich zum Beispiel hier einen MP3-File rein und mit Controls bekomme ich auch gleich wieder die typischen Kontrollelemente.
Und wenn ich eben sage, okay, ich möchte potenziell mehrere Files zur Verfügung stellen, dann kann ich das hier auch wieder mit diesen Source-Elementen machen. Also könnte ich sagen, okay, zum Beispiel, ich stelle ein FLAC zur Verfügung, alle Browser, die das abspielen können, die bekommen prinzipiell qualitativ die bessere Version. Wenn es der Browser nicht kann, spielt er als nächstes ein MP3 ab oder ein OGG-File zum Schluss. Also da geht wieder auch der Reihe nach der Browser einfach durch. Und ich kann mehr oder weniger einfach festlegen, welche Files mehr oder weniger verwendet werden sollen. Und das sieht dann auch wieder so aus, also wenn ich hier das Ganze mit den Kontrollelementen wiedergebe, die sehen übrigens natürlich von Browser zu Browser etwas unterschiedlich aus. Also das ist das Einzige, auch beim Video, wenn ich hier einfach sowas mache, Chrome zum Beispiel rendert das so. Ja, das heißt, da bekomme ich dieses Feld hier, ich kann hier Play drücken, ich kann hier irgendwie, ich hätte einen Volume Slider und so weiter. Ich weiß nicht, Playback hier geben. Also ich bin alle irgendwie dabei, aber hier bin ich mehr oder weniger vom Browser abhängig, wie er diese Kontrollelemente rendert. Aber, und das habe ich jetzt hier in meinen Slides nicht mehr drin, aber ich sage es dazu, Sie können mit Audio-Files logischerweise genau dasselbe machen wie mit Video-Files. Das heißt, Sie können die Wiedergabe über JavaScript steuern. Sie brauchen potenziell jetzt hier nicht dieses sichtbare Control-Element, sondern man könnte einfach nur das Audio-Element hineinsetzen, mehr oder weniger unsichtbar lassen und abspielen und so weiter. Ob es jetzt Accessibility-mäßig eine gute Idee ist, sei bitte dahingestellt. Aber potenziell, Sie können alles mit JavaScript steuern. Sie können es starten, stoppen, auf bestimmte Events reagieren. Also auch hier, Sie haben die Möglichkeit, mit JavaScript Audio-Files interaktiv im Browser mehr oder weniger zu steuern. Okay, also das waren der Canvas und Audio und Video. Das sind so typische Multimedia-Technologien, die man sehr, sehr oft findet. Also Video im Browser ist mittlerweile super normal. Plattformen wie YouTube und Co. verwenden das logischerweise auch alle. Ja. Für die ist es oder war es zumindest nicht easy, weil die müssen natürlich, oder was heißt easy, aber die müssen quasi die Videofiles, die sich hier ablegen, in der Regel schon in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Auflösungen etc. Zur Verfügung stellen. Also da kommen schon ordentliche Datenmengen zusammen. Darum ist es in der Regel vielleicht einfacher, wenn Sie jetzt Video in Ihrer Webseite integrieren wollen, dass Sie es auf eine Video-Hosting-Plattform hochladen, wie zum Beispiel YouTube oder auch andere, ja, anstatt das Video selbst zu hosten. Aber natürlich, wenn es jetzt darum geht, dass ich das Video mit JavaScript steuern möchte, dann ist es natürlich besser, das auf der eigenen Seite zu hosten und selbst einzubinden. Hängt also sehr stark vom Projekt ab, würde ich sagen. Eine weitere Sache, die Sie wahrscheinlich alle schon mal gesehen haben, ja, oder auch verwendet haben, ist die sogenannte Geolocation. Ja. Da geht es jetzt darum, die Position von Ihren NutzerInnen abzufragen. Also jemand besucht Ihre Webseite und Sie brauchen die Position dieser Person. Klassisch, Sie gehen auf eine Webseite und Sie wollen sich Essen bestellen. Ja. Alle diese Essenslieferservices haben die Möglichkeit, dass Sie eine Adresse eintippen, aber in der Regel können Sie sich im Browser auch lokalisieren lassen. Also Sie können meistens auf irgendein Fadenkreuz oder sowas tippen und der Browser fragt dann, ob Sie quasi Ihre Position freigeben wollen. Ja? Denn, und das ist die schöne Sache an dieser Geolocation, die Positionsfreigabe die erfolgt nie automatisch. Ja, das heißt, wenn eine Webseite von Ihnen die Position haben möchte, dann müssen Sie als Nutzer oder Nutzerin immer explizit zustimmen. Sonst bekommt die Webseite diese Informationen nicht. Und da gibt es keinen Workaround. Ja, das verhindert der Browser. Sie können das ablehnen und dann bekommt die Position, also bekommt die Webseite die Position nicht. Und das ist gut so, ja, weil Sie haben quasi die Kontrolle über Ihre eigene Privacy. Können entscheiden, ist es mir wert, dass ich der Webseite meine Position gebe oder nicht. Denn natürlich, für den Essenslieferdienst ist es praktisch, wenn Sie sich schnell lokalisieren lassen und der sagt Ihnen, du sitzt jetzt hier im Softwarepark 11 in Hagenberg zum Beispiel und er zeigt Ihnen gleich an, welche Lieferdienste in der Nähe sind. Ja. Aber natürlich, potenziell hält die Webseite jetzt nichts davon ab, diese Location-Daten zu speichern, Statistiken auszuwerten oder sonst irgendwas zu machen. Also dem sollte man sich natürlich immer etwas bewusst sein. Nicht jede Webseite macht das, aber es ist natürlich möglich, weil sobald Sie sagen, okay, du darfst meine Location haben, hat die Webseite GPS-Koordinaten. Und was sie damit macht, ja,
Das bleibt natürlich der Webseite überlassen. Sie sollte es nicht tun, sie muss es im Rahmen der DSGVO, GDPR offenlegen. Aber wie gesagt, das ist immer so ein bisschen eine Sache. Also da sollte man vielleicht immer mit einem wachsamen Auge drüber sein. Wie funktioniert das überhaupt? Location, bevor wir uns anschauen, wie es im Browser abläuft, vielleicht noch ein Wort dazu, wie kommt überhaupt Position zustande? Also wenn Sie natürlich so ein Mobilgerät oder sowas haben, dann ist es easy. Dieses Mobilgerät hat einen GPS-Chip drinnen und sobald Sie sich einigermaßen irgendwo im Freien befinden, wird einfach über GPS die Position auf ein paar Meter genau ermittelt. Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber natürlich, wenn Sie so wie ich jetzt hier, keine Ahnung, einen Laptop haben, der hat in der Regel keinen GPS-Chip drinnen. Das heißt, da sind dann andere Möglichkeiten der Positionsbestimmung notwendig. Und da gibt es ganz, ganz vielfältige. Um das müssen wir uns in der Regel nicht kümmern. Das passiert quasi unter der Haube. Aber da gibt es verschiedenste Mechanismen. Also wenn das Gerät zum Beispiel Wi-Fi hat, ist es möglich, über einfach die in der Umgebung befindlichen Wi-Fi-Netzwerke die Position einigermaßen zu bestimmen. Ja, ich sehe jetzt diese und jene Wi-Fi-Netzwerke, also muss ich hier sein. Ja, so Google und andere Firmen, die bauen solche quasi Karten aus öffentlich sichtbaren Wi-Fi-Netzwerken auf. Also sichtbar heißt, dass die Wi-Fi-ID sichtbar ist. Nicht, dass es ein ungeschütztes Netzwerk ist, aber dass es einfach sichtbar ist. So wie fast alle sind, ja, die nicht ihre Wi-Fi-ID verstecken. Über die reine IP-Adresse funktioniert es schon mal. Allerdings ist es sehr unzuverlässig. Ja, gerade wenn Sie irgendwie so einen Shared Provider haben wie A1 oder Magenta oder was auch immer, ja, dann kann das sein, dass diese IP-Adresse die längste Zeit bei einem Rechner in Wien war und jetzt haben Sie die auf Ihrem Rechner hier in Oberösterreich zugewiesen bekommen, aber beim Lokalisieren werden Sie immer noch nach Wien gesetzt, ja, weil halt einfach ewig lang dieser Rechner in Wien stand. Und. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, wie solche Ortungen passieren können. MAC-Adressen von Netzwerkkarten etc. sind Möglichkeiten und. Also sagen wir so, mal geht es genauer, mal geht es nicht so genau, aber potenziell ist diese Ortung schon, funktioniert schon ganz gut. Bei IP-Adressen übrigens, die sich nicht ändern, da funktioniert es sehr, sehr gut. Also die Fachhochschule hat in der Regel immer die öffentliche, selbe öffentliche IP. Da wird man schon einigermaßen genau lokalisiert. Wie funktioniert das jetzt? Ja, wie geht das jetzt im Browser? Wie kann ich die Location abfragen? Das ist relativ einfach. Ja. Sie haben im Browser, wir haben ja schon das Window und das Document-Objekt kennengelernt und es gibt auch das Navigator-Objekt, das ist ein Unterobjekt von dem Window-Objekt. Und dieses Navigator-Objekt hat ein weiteres Unterobjekt namens Geolocation. Und dieses Objekt hat eine einzige Methode und die heißt GetCurrentPosition. Also gib mir die aktuelle Position. Und GetCurrentPosition liefert jetzt nicht einfach die Position zurück, sondern braucht als Parameter eine sogenannte Callback-Funktion. Also sprich, wenn Sie GetCurrentPosition aufrufen, geben Sie hier den Namen einer Funktion an oder schreiben eine anonyme Funktion hinein. Und die wird aufgerufen, wenn die Positionsanfrage dann gemacht wird. Das heißt, wenn ich hier sage, Navigator Geolocation get current position show map, dann muss es hier eine Funktion show map geben, die wird dann aufgerufen, sobald diese Zeile ausgeführt wird. Und diese Funktion, die bekommt hier als ersten Parameter ein Positionsobjekt automatisch gefüttert sozusagen. Und in position.coords.latitude und position.coords.longitude stehen halt Längen und Breitengrad, also Breiten- und Längengrad in dem Fall drinnen. Und da habe ich dann diese Informationen und könnte jetzt zum Beispiel dann eine Karte anzeigen. Das ist alles, was man eigentlich tun muss. Ja. Die Privacy-Features sozusagen, die übernimmt der Browser. Das heißt, wenn diese Zeile hier aufgerufen wird, dann kommt der Browser und fragt den User, die Userin, möchtest du, also da gibt es eine Positionsanfrage von der Webseite, möchtest du zustimmen, ja oder nein? Und wenn ja, dann wird ShowMap quasi aufgerufen und es funktioniert und wenn nein, dann wird das quasi abgebrochen und der Code muss sich darum kümmern, dass er keine Positionskoordinaten einfach bekommt. Ja, Pech gehabt. Müssen Sie nicht wissen. Nur ein kleines Beispiel. Wie würde ich eine Google Map einbinden? Also sowas kommt nicht zur Klausur. Ist nur mein Beispiel, weil es halt das Real-World-Beispiel ist. Ja. Aber bei Google Maps gibt es die sogenannte Google Maps JavaScript API, mit der kann ich mir über JavaScript eine Google Map-Karte zum Beispiel anzeigen. Es funktioniert relativ einfach. Ich binde hier ein Script-Tag ein, maps.googleapis.com/maps/api/js
Und ich muss mich vorher für einen sogenannten API-Schlüssel registrieren. Ein API-Schlüssel ist einfach, ich muss mich bei Google anmelden und muss sagen, ich möchte bitte diese JavaScript-API verwenden. Die ist, glaube ich, bis 1000 Aufrufe pro Tag oder pro Stunde, boah, bin ich jetzt überfragt, kostet das nichts. Ja, aber ich muss trotzdem bei Google meine Kreditkarte hinterlegen. Das heißt, wenn plötzlich ganz viele Anfragen kommen, irgendwann zahle ich was, aber nur zum Testen ist es kein Problem. Das heißt, dann bekomme ich so einen langen Schlüssel, den trage ich hier ein statt API-Key und dann kann ich das verwenden, mehr oder weniger. Ja. Und im Endeffekt, ich binde das ein. Hier gebe ich noch mit dem Parameter Callback an, dass es eine Funktion gibt, die aufgerufen werden soll, die nenne ich Initialize. Und hier drinnen kann ich dann meine eigentliche Karte einrichten. Das heißt, ich habe mir hier ein leeres Div gemacht mit der ID Map und diese Funktion Initialize wird in dieses Div die Karte hineinrendern sozusagen. Ja, also hier wird ein neues Map-Objekt angelegt. Sowas findet man übrigens alles in der Doku von dem. Also das habe ich nicht erfunden. Sage also bitte hier, mach ein neues Map-Objekt und leg's bitte in das Objekt, das du mit DocumentGetElement bei die Map bekommst. Also in dieses Div hier hinein. Dann gebe ich ihm an, wo die standardmäßig zentriert ist. Da gebe ich ihm einfach Koordinaten an und sage, dein Default-Zoom-Level ist 8. Ja. Und dann lege ich noch ein sogenanntes Info-Window an. Das ist so ein kleines Fenster, wo man halt Text hineinschreiben kann und sagt, das soll in dieser Map angezeigt werden. Und jetzt sage ich, und jetzt mache ich die eigentliche Abfrage mit der Geolocation. Und ich sage, okay, wenn mein Browser überhaupt Geolocation unterstützt, also if Navigator Geolocation, wenn das Navigator-Objekt Geolocation kann, was heutzutage eh jeder Browser kann, aber vor 15 Jahren war das noch ein Thema, ja, dann mach bitte diese Abfrage mit Navigator Geolocation Get Current Position. Ja? Und dann bekomme ich quasi hier die Position retour, setze quasi mein Info-Window auf diese Position und schreibe, du bist hier hinein, setze den Zoom auf 16 und zentriere die Map auf diese neue Position mehr oder weniger. Und damit zeige ich hier eine Karte an, die sozusagen auf dieser Position steht. Und das würde dann so ausschauen hier. Hier Geolocation auf und sage hier Geolocation und man sieht schon, in diesem Fall sagt er jetzt, du bist hier und in dem Fall hat er mich jetzt nicht gefragt, weil ich offensichtlich hier irgendwann einmal die Location Permission schon freigegeben habe, aber das hätte ich wahrscheinlich schon löschen sollen, aber ich lösche das mal, ich sage mal Reset Permission und wenn ich hier die Seite, er sagt, hey, reload this page to apply your updated settings, also ich lade das mal neu und jetzt sieht man, jetzt steht diese Karte mal auf dieser Standardposition mit Zoom Level 8, ja, so wie ich sie eingerichtet habe. Und jetzt sagt er hier, okay, meine Seite hier auf Localhost, it wants to know your location. Und wenn ich jetzt sage allow, ja, dann gebe ich diese Location Permission und dann funktioniert das, dass mich die Seite wirklich sehr, sehr genau hier auf den Campus Hagenberg, also ja, funktioniert fast perfekt. Ja. Wir sind hier und da steht die Position. Also das ist schon ganz gut. Ja. Dass es mich hier hinsetzt. Das heißt, ich habe hier die Location-Anfrage genehmigt, damit kam die Position retour und die Karte konnte sich updaten. Wenn ich das jetzt wieder resette, das kann man hier einfach machen im Browser, reset permission, ich lade die Seite wieder neu und jetzt blocke ich das mal, jetzt lehne ich die Sache ab, dann habe ich hier in meine Infobox geschrieben, Fehler, Geolocation-Anfrage abgelegt und ich lasse die Karte einfach auf dem Default-Zoom-Level stehen, weil ich weiß ja jetzt nicht, wo ich hineinzoome. Ja, also jetzt sieht man hier einfach Österreich generell. Das heißt, der User, die Userin ist immer in Kontrolle ihrer Daten. Und wenn Sie irgendeiner Seite mal Ihre Location freigegeben haben, in den meisten Browsern klicken Sie hier einfach auf dieses Icon, das Ihnen in der Regel was über den Sicherheitsstatus der Seite zeigt. Und da sehen Sie, hier haben Sie die Location-Permission nicht gegeben. Ja, und ich kann es mit Reset kann ich es resetten, dann fragt er mich beim nächsten Mal oder ich könnte sie ein- oder ausschalten. Ja, also das können Sie jederzeit machen. Damit können Sie bei jeder Seite sozusagen diese Features resetten und können die Geolocation mehr oder weniger erlauben oder eben verweigern. In der Regel ist die eigene Position hergeben kein Riesenproblem. Ja, aber ich würde mir überlegen, in welchen Seiten oder in welchem Kontext ich das mache. Natürlich kann man das für alles mögliche böse Sachen auch hernehmen. Man muss da natürlich ein bisschen vielleicht auch schauen, was die Seiten so machen. Für Karten, da komme ich nicht drum herum. Ja, also wenn ich eine Google Map anzeigen möchte, dann muss ich logischerweise meine Position hergeben, weil sonst funktioniert es nicht. Bei anderen etwas dubioseren Seiten würde ich es mir vielleicht überlegen. Okay, Geolocation. Sie sehen, relativ easy. Eine Anfrage. Das hier, Navigator Geolocation, Get Current Position
und dann bekomme ich dieses Koordinatenpaar. Und was ich damit mache, das bleibt dann mir überlassen. In dem Fall zentriere ich eine Karte dort, wo der User oder die Userin ist, aber ich kann auch andere Sachen damit machen. Also zum Beispiel so ein Essensservice, der macht dann einen Reverse Lookup, also der bekommt die GPS-Koordinaten und dann gibt es auch von Google Maps oder OpenStreetMap etc. Services, wo Sie von GPS-Koordinaten wieder einen Lookup auf eine Adresse machen können. Und damit kann Ihnen Ihr Essenslieferant sagen, okay, Sie sitzen jetzt im Softwarepark 10 zum Beispiel oder 11 oder 15 oder 26 oder sonst irgendwas. Ja. Okay, zwei Features habe ich noch. Eins ist der Local Storage. Das ist auch eine ganz praktische Sache. Der Local Storage, damit können Sie Daten lokal im Browser speichern. Und zwar ohne, dass Sie jetzt irgendeine Datenbank brauchen oder sonst irgendwas. Allerdings, das ist jetzt nicht irgendwie gedacht, Daten permanent zu speichern und auch keine großen Mengen. Aber man kann damit zum Beispiel Daten so lange persistieren, dass sie auch wieder da sind, wenn das Browserfenster geschlossen wird und neu geöffnet wird. Das ist für manche Sachen sehr, sehr praktisch, würde ich sagen. Allerdings, wie gesagt, man sollte es nicht überschätzen, weil Local Storage heißt, das gilt nur in dem Browser, in dem ich das mache. Also wenn ich hier jetzt meinen Chrome-Browser offen habe und ich zeige Ihnen jetzt mein Beispiel nachher, dann geht das nur in diesem Chrome-Browser auf diesem Rechner. Und wenn ich das auf meinem Chrome-Browser zu Hause öffne, dann weiß der von diesem Local Storage nichts. Und wenn ich es auf dem Firefox auf diesem Rechner öffne, weiß der auch nichts davon. Das heißt, der Local Storage ist wirklich ein Speicher in Ihrem Browser, um kleine Datenmengen zu hinterlegen, sodass sie einfach quasi potenziell erhalten bleiben, wenn Sie nächstes Mal die Webseite wieder besuchen. Aber wie gesagt, beschränkt auf den Browser, der gerade geöffnet wurde. Mein Beispiel, das das, glaube ich, ganz gut illustriert, ist so eine kleine Post-it-Applikation. Ja, also ich habe ja einfach eine Section habe ich hier hergenommen, ging ja auch ein Div mit der ID Sticky, und habe ihm diese typische gelbe Post-it-Farbe gegeben, also für eine Post-it-Note. Und wichtig, mit einem Attribut namens Content Editable. Ja, das hatten wir noch nicht, aber Sie können jedem HTML-Element das Attribut Content Editable geben, dann können Sie direkt im Browser drinnen den Inhalt dieses Elements verändern. Ja, von jedem Paragraph, Div, whatever. Ja. Nur normalerweise können Sie das verändern, sobald Sie die Seite aber neu laden, ist alles wieder so wie vorher. Also sprich, das ist nicht persistent. Aber dafür können wir jetzt den Local Storage verwenden, um diese Änderungen, die wir hier in diesem Post-it dann machen, in unserem Browser zu speichern. Und damit ist jedes Mal, wenn ich die Seite wieder öffne, kann ich die aus diesem Local Storage wiederholen und hineinsetzen. Das heißt, das mache ich in etwa so, ich brauche zwei Operationen. Ich muss es einmal speichern und muss es einmal wieder öffnen. Oder laden, besser gesagt. Das heißt, im ersten Schritt werde ich mir mit DocumentGetElementById-Sticky meine Section, also meine Sticky-Note einfach holen. Und jetzt mache ich zwei Dinge. Das erste ist, wenn ich die Sticky, also wenn die Seite geladen wird, schaue ich nach, ist schon etwas in dem Local Storage hinterlegt? Also hat schon mal wer was in die Sticky-Note geschrieben? Und wenn ja, dann setze ich diesen Inhalt hinein, lade ihn also und zeige ihn an. Wenn nein, setze ich einfach einen Default-Inhalt hinein. Das heißt, um auf den Local Storage zuzugreifen, nehme ich einfach das Local Storage-Objekt im Browser. Das ist auch ein Unterobjekt von Window, also window.localStorage eigentlich, aber ich kann einfach nur schreiben Local Storage. Und das hat die ganz einfache Funktion getItem. Und ich kann in diesem Local Storage jetzt mit setItem was hineinspeichern und mit getItem kann ich es abfragen. Und ich muss einfach einen Namen, einen Schlüssel wählen, unter dem ich das abspeichere. Das heißt, wir werden es gleich sehen, wann ich das speichern mache, aber angenommen, ich habe etwas unter dem Schlüssel Content gespeichert, dann schaue ich nach, if local storage get item content, also wenn im local storage unter dem Schlüsselwort Content etwas hinterlegt ist, ja, dann gehe ich jetzt her und setze quasi diesen Wert als inner HTML Property von meiner Sticky Note. Das heißt, dieses Section-Element bekommt das, was im Local Storage drinnen steht, einfach als Inhalt gesetzt. Ich nehme da inner HTML, weil falls Zeilenumbrüche und so weiter drin sind, dann werden auch HTML-Tags mitgespeichert und damit wird das so gespeichert oder so angezeigt, wie es dann tatsächlich eingegeben wurde. Wenn im Local Storage noch nichts drin war, also wenn Local Storage Get Item Content nichts zurückliefert, weil noch nichts gespeichert war, dann schreibe ich den Default-Text, schreibe auf mich. Okay, das ist quasi das Laden. So, und jetzt
brauche ich noch diesen Fall, wann speichere ich denn was in den Local Storage? Und hier habe ich so gelöst, man kann in diese Notiz hineinschreiben und wenn sie den Fokus verliert, also wenn ich woanders hinklicke, dann möchte ich das, was hineingeschrieben wurde, im Local Storage abspeichern. Das heißt, ich lege einen Event-Listener für den Blur-Event. Der Blur-Event ist eben der Event, wenn eine Komponente den Fokus verliert. Fokus ist, wenn ich hineinklicke, Blur ist, wenn dieser Fokus wieder weggeht. Das heißt, ich schaue, wann dieser Blur-Event passiert. Und im Prinzip sage ich einfach, wenn der Textinhalt ein leerer String ist, ja, das ist meine erste Condition, dann habe ich alles rausgelöscht, okay? Aber wenn der Inhalt nicht leer ist, dann speichere ich ihn in den Local Storage unter dem Schlüsselwort Content. Also ich sage einfach Local Storage Set Item Content und zwar alles, was da drinnen steht. Ich nehme einfach this.innerHTML, also von meinem Element des innerHTML, alles, was da drinnen steht, die gesamte HTML-Struktur, speichere ich so in den Local Storage. Ja. Und hätte ich alles weggelöscht, ja, also wirklich habe nur einen leeren String hier drinnen, dann sage ich Local Storage Remove Item Content, das heißt, dann lösche ich den Eintrag aus dem Local Storage raus, damit habe ich meine Sticky Note gelöscht. Okay, klingt super kompliziert, aber schauen wir uns das mal an, es ist nämlich gar nicht kompliziert. Das schaut dann einfach so aus, hier ist wieder meine Map, ich gehe eins zurück, Local Storage und mache jetzt hier dieses Post-it auf. Ja. Okay, die erste Sache war, Schreib auf mich steht jetzt deswegen da, weil er hat im Local Storage nachgeschaut, ob etwas gespeichert ist und es war nichts drinnen. Darum hat er den Default-Text Schreib auf mich hineingesetzt. So, jetzt kann ich hier mit diesem Content Editable, das ermöglicht mir, dass ich wirklich hier hineinklicke und hier einfach etwas schreibe. Das heißt, ich kann hier irgendwas schreiben, so Hallo MCD23, ja. Und jetzt in dem Moment, jetzt hat das Ding den Fokus, das sieht man, weil der Rahmen drumherum ist und in dem Moment, go away Grammarly, und in dem Moment, wo ich jetzt daneben hinklicke, passiert dieser Blur-Event und das Ganze wird in den Local Storage gespeichert. Das heißt, ich gehe hier hin und jetzt wird es in den Local Storage gespeichert. So, und jetzt könnte ich hier dieses Browserfenster neu laden zum Beispiel und man sieht, es steht immer noch drinnen. Okay, ja. Ich kann aber auch den ganzen Tab schließen und können wieder öffnen und es steht immer noch drinnen. Ja. Also sprich, ich könnte jetzt auch den Browser zumachen und es wäre genauso eine Möglichkeit, also es wie Tab schließen. Das heißt, er hat das Ganze aus dem Local Storage geladen. Wenn ich hier alles weglösche und quasi hier den Blur-Event quasi triggere und die Seite neu lade, dann steht wieder der Default-Text drinnen. Ja, weil jetzt hat er gelöscht und auf dieses Löschen hat er es aus dem Local Storage gelöscht. Das kann ich übrigens sehr, sehr schön, ganz kurz, dann komme ich noch zur Frage, das kann ich sehr, sehr schön hier auch in den DevTools mir anschauen. Das heißt, normalerweise hier unter Application im Chrome sehe ich hier Storage und da sehe ich den Local Storage. Ja? Und dann sehe ich hier zum Beispiel, da ist ein bisschen was gespeichert, aber das gehört jetzt nicht zu dieser, das war irgendwie von der Karte vorher noch was, dass die Karte gespeichert hat. Aber sobald ich jetzt hier gehe und irgendwas hineinschreibe, jetzt sage ich hier mal Blabla, ja, und mache hier jetzt diesen Blur-Event, dann sollte man sehen, dass hier im Local Storage eigentlich was drinsteht. Oder auch nicht. Da ist es jetzt. So, sorry, schlecht zu lesen. Da. Unter dem Schlüssel Content steht jetzt Blabla drinnen. Ja. Und wenn ich hier keine Ahnung, noch zweimal Enter drücke und ASDF hineinschreibe und hier wieder diesen macht, dann sehen Sie, jetzt kommt so die kleine HTML-Struktur, ja, da macht er irgendwie ein Div und dann ein BR und ein Div zu, ja, das ist ganz seltsam, was er da so macht, ja, aber jedenfalls steht da bla bla Div, da ASDF, das heißt, das steht jetzt alles im Local Storage drinnen, ja, unter dem Schlüssel Content habe ich es gespeichert, das ist immer derselbe Schlüssel. Und das Gute ist eben, wie gesagt, ich kann diesen Tab jetzt schließen und ich kann hier einen neuen Tab öffnen, ja, und wieder die Seite öffnen. Und es steht nach wie vor im Local Storage drinnen. Das heißt, man sieht, es ist wieder da. Ja, also beim Laden der Seite hat er es wieder geladen. Und wenn ich hier eben unter Application Storage schaue, dann sieht man, das steht unter Content drin. Und in dem Moment, wo ich hier alles weglösche, ja, das heißt, ich mache das weg, der Blur-Event wird getriggert und er schaut jetzt nach, wenn es leer ist, dann macht er Remove, also Local Storage Remove Item Content, dann sehen Sie, in dem Moment ist es jetzt verschwunden. Das heißt, jetzt steht nichts mehr im Local Storage drinnen und wenn ich jetzt die Seite neu lade, kommt einfach wieder der Default-Text, weil da nichts drinnen steht, mehr oder weniger. Ja. Das heißt also, hier
sehe ich quasi, was in dem Local Storage gespeichert ist. Ja, da hat irgendwie die Karte was gespeichert und ich kann das übrigens hier auch löschen. Ja, also ich kann es auch händisch löschen und deswegen Vorsicht, der Local Storage ist nicht sicher. Der ist über die DevTools einlesbar, da sollte man keine vertraulichen Informationen speichern. So, Frage. Ja. Der ist wirklich nur in dem lokalen Browser, also da ist nichts in der Cloud. Der wird auch, wenn Sie jetzt im Browser irgendwie eine Sync-Funktion eingeschalten haben, der wird nicht über die Browser gesynkt. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt meinen Chrome mit 5 anderen Chromes auf anderen Rechnern synke, der Local Storage wird nie mitgesynkt. Der lebt nur auf diesem Device, in diesem Browser. Ja, also ja, der ist nicht groß, das sind ein paar textuelle Werte, das sind ein paar Kilobyte und ich glaube, er ist limitiert. Ich glaube, in Local Storage gehen, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube, es gehen nur ein paar Megabyte, glaube ich, sind erlaubt oder so. Es gibt irgendeine Obergrenze. Ja. Aber normalerweise, wie gesagt, der ist gedacht, dass man so kleine textuelle Werte speichert. Sie könnten eine Webseite machen, wo Sie Ihre UserInnen fragen, hey, wie heißt du? Man tippt einen Namen ein und beim nächsten Mal steht, hey, keine Ahnung, willkommen Moritz oder irgend sowas. Ja. Also der Local Storage, der bleibt im Prinzip, der bleibt im Browser bestehen. Ich weiß nicht, also man kann ihn, wenn jetzt beim Browser so, da gibt es diese Features, wo ich sage, lösch bitte meine ganze Browser-History und alles, da kann man dann auch Local Storage anhaken, aber prinzipiell bleiben diese Werte da drinnen erhalten. Da, also natürlich, man sieht eh immer, das ist jetzt nur für diese, gerade diese Domain, für Localhost 8080. Ja? Das heißt, für jede Seite merkt er sich, okay, wenn du auf die Seite XY kommst, die hat mal was in den Local Storage gespeichert und diese Seite auch und so weiter. Das kann man alles sehen und das kann man auch löschen, ja. Das heißt, man sollte sich als Webseitenbetreiber jetzt nicht darauf verlassen, dass diese Sachen da sind. Aber wie gesagt, wenn man irgendwo so was Kleines zwischenspeichern will oder so, dann ist das super praktisch irgendwie. Ja. Und kann so Werte einfach im Browser persistieren. So als kleines Zwischenspeichern mal nicht uninteressant. Vielleicht, falls mal der Browser aus Versehen geschlossen wird, ist nicht alles weg zum Beispiel. Ja. Also für solche Sachen ist es gedacht, mehr oder weniger. Okay. Local Storage, also ganz eine simple Applikation, die werden wir morgen in der Übung ein bisschen leicht komplexer nachbauen mit dieser Local Storage Implementierung. Ja, und das Letzte, und dann sind wir es für heute eigentlich schon wieder, und dann können wir noch ganz kurz über die Klausur sprechen, ist ein Feature, das auch jeder und jede wahrscheinlich schon mal verwendet hat, Drag and Drop. Und auch diese Sachen kann man im Browser nativ machen mittlerweile, man braucht keine Libraries, sondern über JavaScript kann ich Drag and Drop Features, direkt implementieren. Also Drag and Drop, glaube ich, weiß jeder, was gemeint ist. Ich kann solche Sachen machen. Ich habe hier 3 Boxen, 3 Diff-Elemente und in einem liegt ein Bild drin und ich kann es von einem in das andere ziehen. Und das wird dann tatsächlich im Dombaum umgehängt, sozusagen. 4 Schritte sind involviert. Zuerst muss man die Objekte, die man mit Drag and Drop verschieben will, die muss man ziehbar machen. Also man muss sie als ziehbar kennzeichnen, weil sonst könnte man das mit jedem Objekt machen. Dann startet man mit dem Ziehen, also man klickt hin und beginnt diesen Prozess. Dann muss man, wenn also der Drag-Prozess gestartet wurde, muss man sagen, okay, wo, auf welchen Elementen darf ich es fallen lassen? Das heißt, ich muss tatsächlich die DOM-Elemente als droppable kennzeichnen, dass man dort etwas loslassen kann. Und dann, wenn es losgelassen wird über so einem Objekt, dann muss ich potenziell irgendwelche Operationen ausführen. Also muss sagen, okay, du bist jetzt da oder ich frage irgendwelche Daten ab oder was auch immer ich machen möchte. Beispiel, vielleicht zeige ich es vorher her, damit, das ist im Prinzip eh das, was hier in dem Animated GIF dann zu sehen war. Hoppla. Hier muss ich hin. So, Moment. Sorry. Okay, sorry. Schlecht. So. Den wollte ich haben. So. Also im Prinzip hier, ich kann einfach hergehen und kann dieses Element hier hineinsetzen und hier und hier. Also das ist quasi die Idee, die ich hier mache. Und wenn man vielleicht hier das anschaut, dann sieht man, jetzt ist dieses Image-Element im ersten Div drinnen, jetzt ist es im zweiten Div drinnen. Und jetzt ist es im dritten Div. Also das wird tatsächlich im Dom umpositioniert, ja, mit meiner Drag-and-Drop-Operation. Okay, was muss ich dazu tun? Schritt 1, ich muss Objekte ziehbar machen. Also ich habe hier 3 Divs, hat man gesehen, die habe ich die Klasse Drop-Zone gegeben und standardmäßig liegt im ersten dieses Image-Element. Und dieses Image-Element ist das, was ich gerne irgendwo anders hinschieben möchte. Dem gebe ich das Attribut draggable is true. Nur Elemente, die die Eigenschaft draggable haben, können mit Drag and Drop verschoben werden.
Ja, das heißt, dieses kennzeichne ich als draggable, damit ist es das Einzige, das ich wirklich irgendwo nachhaltig verschieben kann. Die restlichen Schritte, das war dieses Ziehen, Starten, Elemente zum Fallen lassen, auswählen und Operationen ausführen. Als erstes gehe ich mal her, ich frage mein Image ab, ja, get element by ID, drag image und meine drei Drop Zones, das waren die mit der Klasse Drop Zone. Die frage ich alle drei ab mit get elements by Klassen in Drop Zone, dann habe ich eine Collection, ein Array, wo alle diese drei Diffs drin sind, wo potenziell das Element losgelassen werden kann. Ja. So, um das Ziehen zu starten, setze ich einen Event-Listener auf mein Bild, auf dieses Image, das ich ziehen möchte, und zwar einen Drag-Start-Event-Listener. Das heißt, der Browser, sobald ich hier klicke und ziehe, löst der Browser den Drag-Start-Event aus und damit ist klar für mich, okay, dieser Drag-and-Drop-Prozess geht los. Und jetzt muss ich mir überlegen, okay, was mache ich, wenn dieses Ziehen losgeht? Und das Einzige, was ich jetzt tue, dieser Event, der liefert mir wieder dieses Event-Objekt, das kennen wir schon von diesem Event-Prevent-Default. Und in diesem Event-Objekt kann ich in der Eigenschaft Data-Transfer, kann ich so für diesen Datentransfer kleine Datenmengen abspeichern. Das heißt, ich sage hier Event-Data-Transfer-Set-Data-Text, also ich möchte gerne Text abspeichern, und zwar die ID von dem Element. Das heißt, ich speichere mir dieses Drag-Image, hat es geheißen, damit ich später das Element beim Loslassen wiederfinde. Das heißt, für den Transfer speichere ich mir die ID. Aber vielleicht möchte ich irgendwas ganz was anderes machen, dann muss ich mir vielleicht hier andere Daten speichern. Das heißt, man kann bei dem Drag-and-Drop-Prozess einfach Daten zwischenspeichern. So, jetzt muss ich die Elemente zum Fallen lassen auswählen. Das heißt, ich muss die Elemente sozusagen freischalten, die dafür geeignet sind, dieses Bild aufzunehmen. Das waren hier diese drei Drop-Zone-Diffs. Das heißt, ich mache eine Schleife über meine drei Drop-Zone-Elemente, die hier in diesem Array drin stehen, und bei jedem einzelnen setze ich einen Drag-Over-Event-Listener. Das heißt, ich will, dass bei diesen drei Diffs, wo potenziell das Element fallen gelassen wird, da muss ich irgendwie registrieren, wann ist es denn soweit? Wann wird denn das Bild jetzt über mich gezogen? Drum brauchen Sie diesen Drag-Over-Event-Listener, weil der wird ausgelöst, wenn ich jetzt mit der Maus über einem dieser Elemente bin. Und was mache ich hier? Ich sage hier drinnen einfach Event-Prevent-Default. Warum? Weil potenziell jedem Element verboten ist, dass hier ein anderes quasi hineingezogen werden kann. Wenn ich aber explizit sage Event-Prevent-Default, dann erlaube ich, dass hier etwas hineingezogen werden kann. Das heißt, für diese drei Elemente hebe ich dieses Drag-and-Drop-Verbot sozusagen auf. Okay, das ist alles, was ich hier tue. Also ich sage, bitte, wir registrieren den Drag-Over-Listener und wenn tatsächlich was drüber gezogen wird, dann machst du mit dem Event-Prevent-Default, erlaubst du ihm, dass es fallen gelassen wird. So, und wenn es dann fallen gelassen wird, also wenn die Maus losgelassen wird, dann passiert der letzte Schritt. Das heißt, ich registriere nochmal bei allen drei Drop-Zones einen Drop-Event-Listener. Das heißt, wenn tatsächlich der Drop passiert, wenn es losgelassen wird. Und was ich hier jetzt mache, ist einfach, ich hole mir aus diesem Data-Transfer-Objekt das, was ich hier als Text gespeichert habe, das war die ID, und frage mir dieses Element mit der ID ab und hänge es jetzt an das aktuelle Element, wo quasi losgelassen wurde. Also mit dem Dom hänge ich einfach das Element hier hinein. Und zusätzlich sage ich nochmal ein Event-Prevent-Default, weil für den Fall, dass es ein Link wäre oder so, damit keine Standardaktion ausgeführt wird. Ja. Und das ist hier alles, was ich mehr oder weniger machen muss. Das heißt, dann kann ich genau diese Sache machen. Quasi jetzt passiert dieser Drag-Start und jetzt wird quasi bei allen drei Elementen dieses Drag-Over registriert. Das heißt, hier bin ich jetzt gerade drüber, hier bin ich drüber und der Moment, wo ich drüber fahre, wird mehr oder weniger erlaubt, dass fallen gelassen wird. Vorher nicht und nachher nicht, aber in dem Moment, wo der Drag-Over-Event passiert. Und wenn ich dann tatsächlich fallen lasse, dann wird die ID von dem Bild hergenommen und dieses Bild wird als Kindelement von diesem Diff drangehängt und damit, man hat es eh gesehen hier in den DevTools, damit ist es tatsächlich wirklich immer das Kindelement von jetzt diesem ersten Diff, jetzt liegt es im zweiten Diff drinnen, jetzt liegt es im dritten Diff drinnen und so weiter. Ja. Und so funktioniert im Prinzip Drag and Drop. Also es ist gar nicht kompliziert und man braucht keinerlei Libraries und man kann hier ganz nette Sachen damit machen. Disclaimer, da gibt es noch einige Dinge, die man beachten müsste. Also was ist zum Beispiel, wenn ich hier meinen Browser etwas kleiner mache und irgendwie hier hinausfahre? Ja, was ist jetzt passiert? Man sieht schon, also da hat er einfach irgendwie ein Browserfenster aufgemacht und hat mein Bild angezeigt. Ja. Genau, also ich müsste hier auch diesen Event checken, wenn ich aus dem Browserfenster rausfahre, ja, weil das ist natürlich etwas, was potenziell passieren kann. Ja.
ist gefährlich. Und. Ich sollte mir überlegen, was mache ich bei dem Drag and Drop? Also wenn ich zum Beispiel Dateien hochladen möchte, ich klicke eine Datei an und ziehe die irgendwo hin. Ich kann in diesem Data Transfer Objekt einiges an Daten mitnehmen, aber auch hier gibt es ein Limit. Da brauche ich dann potenziell vielleicht die File-API, um große Dateien hochzuladen und. Also sprich, da gibt es schon noch ein paar Dinge, die man beachten muss. Allerdings, so für einfaches Drag and Drop, wo ich vielleicht einfach nur Sachen wohin ziehen möchte, sind da wirklich nur relativ wenig Schritte involviert und das kann man eigentlich ganz gut in jede Webseite einbauen. Natürlich mit Libraries, Bootstrap und andere UI-Libraries, die bringen das in der Regel auch mit JavaScript schon fix fertig mit. Das heißt, da muss ich gar nicht mal irgendwie vielleicht so mit Vanilla JavaScript alle diese Schritte machen, sondern da gibt es vielleicht noch einfachere Methodiken. Aber wenn ich jetzt nicht irgendwelche externen JavaScript-Libraries verwenden möchte, dann habe ich hier die Möglichkeit, das alles einzubauen. Ja, und das war so im Endeffekt die letzte Sache. Es gibt noch ganz viele weitere Web-APIs. Ja. Es gibt die sogenannten Web-Sockets. Ja. Ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, HTTP ist so ein zustandsloses Protokoll. Der Daniel Knittel-Frank wird es auch gesagt haben. Da gibt es Request, Response und dann ist die Kommunikation aus. Ja. Und wenn ich wieder was brauche, Request, Response und fertig. Immer dieser Anfrage, Antwort aus. Manchmal braucht man aber eine persistente Connection, wenn Sie zum Beispiel einen Chat programmieren wollen. Dann ist das wahnsinnig blöd, wenn es immer nur gibt Anfrage, Response, aus. Sondern dann möchte ich so eine permanente, offene Kommunikation haben, damit ich so Sachen machen kann wie der tippt gerade oder sonst irgendwas. Ja? Das machen die Websockets. Die erlauben es, einen permanenten Kommunikationskanal sozusagen zu eröffnen. Webworkers ist ein interessantes Konzept. JavaScript ist standardmäßig eine sogenannte Single-Threaded Language. Also es gibt kein Multithreading. Es können keine Sachen parallel passieren. Es muss alles schön hintereinander passieren. Aber Webworkers sind ein Konzept, wo ich sagen kann, okay, diesen Task machst du quasi parallel nebenbei und wenn er fertig ist, dann gibst du mir mit einem Event in der Regel quasi Bescheid. Ja, auch eine tolle Sache. Oder Service Workers ist eine Sache, dass ich Webseiten offline verwenden kann. Das heißt, wenn ich mal gerade keine Internetverbindung habe und ich habe dieses Service-Worker-Konzept im Hintergrund, dann kann ich bestimmte Daten offline zur Verfügung stellen. Oder ich kann sozusagen so eine Art Speicherpool machen, dass solange ich offline bin, werden die Sachen über diese Service-Worker zwischengespeichert. Die erkennen dann, wenn wieder eine Internetverbindung da ist und schicken dann die Daten ab, wenn es soweit ist zum Beispiel. Ja, klassischer Fall, Sie haben sicherlich schon mal Gmail aufgemacht, wenn Sie vielleicht offline waren, ohne es zu bemerken. Die Seite funktioniert trotzdem, ja, weil im Hintergrund solche Technologien unter anderem drin werkeln. Ja, das heißt, da wird halt dann das E-Mail, das Sie gerade geschrieben und abgeschickt haben, ohne zu merken, dass Sie offline sind, wird halt dann abgeschickt, wenn Sie wieder online sind zum Beispiel. Oder es gibt im Browser nicht nur diesen Local Storage, sondern es gibt eine ganze Index-Database. Man kann im Browser sogar wirklich, hat sogar so eine Mini-Datenbank integriert, mit der man arbeiten kann und. Da gibt es sehr, sehr viele coole Dinge. Sie werden von denen noch einige kennenlernen im Laufe Ihrer Hypermedia-Karriere hier an der FH. Also im dritten Semester kommen ein paar in den Wahlfächern. Das heute war nur so ein kleiner Ausblick, damit Sie mal sehen, was Sie erwartet. Ja, damit sind wir fertig. Wir haben noch 10 Minuten. Die möchte ich noch ganz kurz für das Thema Klausur nutzen, weil dieses leidige Thema, muss man schon fast sagen, das ist natürlich auch noch da. Wir sind jetzt inhaltlich fertig, aber wir haben natürlich noch abschließend eine Vorlesungsklausur und ich möchte Ihnen auch anbieten, dass wir vielleicht noch einen Vorbereitungstermin gemeinsam wahrnehmen. Ich nehme an, das ist im Interesse von allen. Wie schaut es aus? Wir haben eine E-Klausur in Moodle am 26.01. Das ist ein Freitag. Und das ist die gesamte Hypermedia 1 Vorlesungsklausur. Also sprich, das ist mein Teil hier und das ist der Teil von Volker Christian gemeinsam in einer Klausur. Das heißt, Sie müssen nur eine Klausur schreiben und es sind beide Teile gemeinsam drinnen. Und zwar halt so, dass Sie quasi, es gibt einen Teil mit meinen Fragen, es gibt einen Teil mit den Fragen von Volker Christian und wir wickeln das als eine Klausur ab und sie wird gemeinsam bewertet. Ja, es gibt insgesamt 160 Punkte, 100 sind von meinen Fragen, 60 sind von Volker Christian seine Fragen, weil mein Teil ein bisschen der größere war und so funktioniert das. Es gibt zweimal zwei Gruppen, jeweils in Submarine und Warehouse, von 8.50 bis 10.20 jeweils zwei Teile und dann nochmal von 10.30 bis 12, da werden Ihre drei Gruppen einfach ein bisschen anders aufgeteilt, sodass quasi auf vier Blöcke verteilt die Leute sitzen.
Ich bin im einen Labor, der Volker Christian ist im anderen als Aufsicht und wir tauschen irgendwann einmal mittendrunter. Das heißt, wenn es Fragen gibt, kann man die jederzeit während der Klausur stellen. Mein Stoff, den habe ich Ihnen als PDF, beziehungsweise eigentlich stimmt gar nicht PDF, sondern als Link auf eine Google Slide schon im Kurs verlinkt. Das sieht so aus, dass ich irgendwie das Browserfenster nicht mehr offen habe. Moment. Das sieht so aus, das ist ein kleines PDF mit Klausurthemen hier, Klausurstoff dieses hier. Und da finden Sie im Prinzip die relevanten Teile drinnen. Also Sie können im Prinzip davon ausgehen, Sie können das Skriptum verwenden, das ich Ihnen gegeben habe. Sie können auch die Slides und die Videoaufzeichnungen verwenden. Und diese Folien, die sagen Ihnen, was für Sie relevant ist und was nicht relevant ist. Also zum Beispiel in der Vorlesung 1, da geht es mal darum, dass man Begriffe wie Hypertext, www, HTML, die Funktionsweise mit Request, Response und so, was wir da hatten, und die ersten Schritte in HTML, also welche Elemente haben wir da kennengelernt, dass Sie das können, aber Sie müssen nicht über Organisatorisches, die Webbrowser, die Geschichte von HTML und solche Seiten, Sachen wissen. Ja. Das heißt, diese Dinge sind im Prinzip immer die entsprechen den Überschriften, so wie sie im Skriptum stehen, dann wissen Sie ungefähr, welche Bereiche relevant sind. Vorlesung 2, da haben wir HTML kennengelernt, da ist im Prinzip alles relevant, also das waren die einzelnen Elemente. In Vorlesung 3 haben wir uns über CSS unterhalten, da können Sie zum Beispiel die Sachen mit CSS-Versionen sparen. Und bitte bei so Sachen wie CSS-Formaten, die müssen Sie nicht im Detail kennen. Also mir ist wichtig für die Klausur, Sie sollen verstehen, wie eine CSS-Regel funktioniert, ja, dass es da einen Selektor gibt und dann gibt es diese geschwungene Klammer und dann steht irgendeine Eigenschaft, also sowas wie H1 Color Red, ja. Da soll Ihnen klar sein, dass die H1-Überschrift rot formatiert wird. Aber Sie müssen nicht alle Selektoren auswendig lernen. Sollte während der Klausur irgendwo ein Beispiel sein, wo irgendeine CSS-Regel steht und Sie wissen ums Verrecken nicht, was diese Regel macht, in der Regel wird es eh nicht wichtig, also es wird nicht wichtig sein, weil meistens geht es nur darum, dass halt irgendwie die Regel dasteht, aber man muss jetzt nicht unbedingt genau wissen, was die tut. Aber sollten Sie es wissen wollen, dann fragen Sie bitte nach. Bitte lernen Sie keine CSS-Regeln auswendig. Sie sollen wissen, wie CSS funktioniert, das muss Ihnen klar sein. Sie sollen verstehen, was Specificity ist, Sie sollen verstehen, wie die Syntax funktioniert. Eben wie gesagt, dass es Selektoren gibt und dass man da bestimmte Regeln hineinsetzen kann. Und diese Regeln haben halt entweder irgendwelche Farbwerte oder irgendwelche Einheiten oder sonst irgendwas. Ja, das ist wichtig, aber bitte lernen Sie keine CSS-Regeln auswendig, das wird nie ein Thema sein. Ja. Selbiges so bei dem Boxmodell, da ist wichtig, dass Sie verstehen, wie werden so Breiten und Längen in CSS berechnet, dass es zwar diese zwei verschiedenen Modelle gibt, das standardisierte und dieses sogenannte IS-Box-Modell. Wir haben uns so Sachen wie Positionierung und Anordnungen angeschaut und auch die Media Queries, die Sachen sind wichtig, aber zum Beispiel diese medienspezifischen Stylesheets, da habe ich Ihnen einmal erzählt, okay, es gab was für, keine Ahnung, für Drucker und für diese Sachen, die können wir uns sparen. Ja. Bei den Layout-Frameworks, da ist es bitte wichtig, dass Sie die Flexbox verstehen, dass Sie das Grid-Layout verstehen und dass Sie wissen, wie Bootstrap funktioniert von der Funktionsweise her. Also, dass es zum Beispiel in Bootstrap einfach Container gibt. Diese Container, die haben verschiedene Breakpoints, aber Sie müssen zum Beispiel bei Bootstrap jetzt nicht die einzelnen Klassennamen lernen. Sie müssen auch nicht wissen, bei welchen Pixeln bricht jetzt das um. Also, dass es Breakpoints bei 576 und 720 gibt. Sowas kann man nachschauen, das ist nicht relevant. Ja. Aber wenn ich Sie vielleicht fragen würde, was ist der Unterschied, ob ich ein Grid mit Bootstrap oder mit dem CSS-Grid mache, ja, dann würden Sie halt vielleicht anhakeln bei den Fragen, keine Ahnung, im Bootstrap muss ich CSS-Klassen setzen, beim CSS-Grid muss ich selber die CSS-Regeln schreiben und das Grid selber definieren zum Beispiel. Also, dass das grundsätzliche Verständnis da ist, aber Sie müssen jetzt nicht irgendwelche Sachen auswendig lernen. Auch bei Flexbox und Grid, da geht es jetzt nicht darum, wirklich alles auswendig zu wissen. Da geht es mir nur darum, dass Sie prinzipiell verstehen, wie es funktioniert und dass Sie aber auch vielleicht ausrechnen können, wie ein Layout ausschaut. Also falls ich Ihnen eine Skizze gebe und sage, okay, da ist ein Diff-Element, das beinhaltet das Grid und dieses Diff ist 1000 Pixel breit und es hat irgendwie zwei Spalten, ja, und die haben ein FR, ein FR, dann hätte ich gerne vielleicht, die Frage, wie breit ist die zweite Spalte? Ja, und dann muss ich irgendwie herkommen, weiß nicht, 500 Pixel. Vielleicht ist der Spur komplizierter. Ja.
damit es nicht ganz so einfach ist. Aber dass man halt versteht, okay, der Container ist 1000 Pixel breit, NFR heißt, beide Spalten sind gleich breit, okay, in der Mitte gibt es kein Gap, also kann es nur 500 Pixel sein zum Beispiel, ja, und solche Sachen. Bei der Web Accessibility, da geht es mir hauptsächlich darum, dass Sie verstehen, warum brauchen wir die Web Accessibility, grober Überblick über diese Regeln. Das heißt, mir reichen diese vier Prinzipien, das heißt, es ist dieses Perceivable, Operatable, Understandable und Robust, aber Sie müssen nicht die einzelnen Regeln oder Erfolgskriterien kennen. Bitte nicht die WCAG auswendig lernen. Aber dann stelle ich Ihnen wirklich sehr, sehr starke High-Level-Fragen zu diesem Thema, aber sicherlich keine Detailfragen. Ja. Und ebenso bei diesem WAI ARIA, die Idee verstehen, dass dieses ARIA dieses System war, wo man quasi Accessibility ein bisschen nachrüsten kann. Ja, wenn ich Elemente habe, die keine Semantik haben, dass ich sagen kann, du bist jetzt eine Tab-Liste und du bist jetzt der Inhalt von dieser Tab-Liste und so weiter. Ja, oder du bist ein Bereich, der kann sich aktualisieren, damit der Screenreader das weiß. Diese Info ist wichtig, aber bitte keine Attribute oder irgend sowas auswendig lernen. Sie müssen auch nicht diese ATAG und UAG und über die Screenreader auch nichts wissen. Also das ist in dem Sinne nicht relevant. Bei den Datenformaten bitte verstehen, wie XML funktioniert. Die Grundlagen, so Grammatik, was darf man in XML, was darf man nicht und was ist so eine Document-Type-Definition. Und die sollen Sie bitte lesen und verstehen können. Das heißt, wenn ich Ihnen eine simple DTD gebe, dann sollen Sie in der Lage sein, sich vorstellen zu können, wie schaut die XML-Datei aus, die dieser DTD entspricht. So in der Regel, da kann es ein Beispiel geben, dass die DTD dasteht und Sie müssen eine XML-Datei mit Drag and Drop zusammenbauen. Das heißt, Sie öffnen einen Tags und Sie ziehen das rein, sodass quasi ein simples XML-Dokument entsteht, das genau dieser DTD entspricht. Das wird nicht super kompliziert sein, das werden 3, 4 Elemente sein, die irgendwie verschachtelt sind, vielleicht ein Attribut oder sowas dabei, also das ist schon nicht so super arg, aber man soll es verstehen können. Schauen Sie sich so DTDs an, wie wir sie im Beispiel gehabt haben, damit Sie es verstehen. Und beim YAML vielleicht einfach den Überblick, wie ist YAML aufgebaut, was ist da der Unterschied zu XML, dass man das Datenformat einfach versteht. Und dann hatten wir eben noch die ganzen JavaScript-Sachen. Vorlesung 8, was ist JavaScript, wozu und wie funktioniert die Syntax, also einfach die Sprache verstehen, da kann ich nicht recht viel mehr sagen, Sie müssen nichts über Version und Geschichte wissen, aber eben, wie lege ich eine Variable an, wie funktioniert eine Schleife, wie funktioniert eine Funktion etc., diese Sachen verstehen, dann im Browser, was machen die Objekte, also was ist das Window-Objekt, das Document-Objekt, wie funktioniert das mit this und so weiter. Wir hatten in dem Fall da auch noch JSON drinnen, also was ist JSON und wie funktioniert es und ja, Client-Side JavaScript war eh die Sache oben, bitte nichts über Versionen und Geschichte und so weiter irgendwie wissen und dann ganz, ganz wichtig, bitte das DOM, das sollte funktionieren, Sie sollten verstehen, wie das mit den Knoten und dem DOM-Baum funktioniert. Und die wichtigsten Methoden kennen. Also kennen, Sie müssen, wie gesagt, lernen Sie bitte keine DOM-Funktionen auswendig, aber das ist sowas wie DocumentGetElementById oder AppendChild gibt diese Sachen, die sollten Sie irgendwo so ein bisschen im Kopf haben. Weil vermutlich, und das habe ich eh da geschrieben, einfache Dinge sollte man mit DOM an einer Seite manipulieren können. Also sowas wie, da steht, erzeugen Sie einen Button, fügen Sie einen Klickhändler hinzu und wenn auf den geklickt wird, dann soll ein neuer Paragraph erzeugt werden, sowas. Ja. Das heißt, da wird's in der Klausur wieder, also Sie müssen keinen Code schreiben, aber wahrscheinlich werde ich Ihnen die Befehle einfach wiederum per Drag and Drop geben und Sie müssen die richtigen Befehle einfach wählen und in die richtige Reihenfolge bringen, sodass quasi potenziell funktionierender Code einfach entsteht. Und dann, da sollte man einfach wissen, okay, wenn ich einen Button erzeugen will, dann brauche ich halt Document Create Element Button. Und dann Button Add Event Listener Click zum Beispiel, dass Sie diese Sachen verstehen. Schauen Sie sich dazu die Übungen an, so wie wir jetzt die Übung 8 gehabt haben oder auch die morgige und übermorgige Übung 10. Da sind genau diese Operationen alle drinnen und wenn Sie das in den Übungen verstanden haben, dann werden Sie es auch für die Klausur verstehen. Vorlesung 11 war diese Workflow-Geschichte, das bitte nur sehr oberflächlich anschauen. Da geht es mir nur darum, was ist das Node.js, wofür können wir es verwenden, was ist dieser Package Manager, was ist SAS und was ist Gulp? Einfach Verständnis. Da werden keine Code-Fragen, gar nichts kommen. Da frage ich Sie vielleicht irgendwie ganz High-Level-Sachen,
wie funktioniert so ein Gulp-Task? Und wenn Sie dann sagen können, okay, ich habe Input und dann den frage ich ab und dann hänge ich verschiedene Plugins rein, die irgendwie den Output erzeugen und ganz zum Schluss schreibe ich das wieder hinaus. Auf der Ebene wird sich das irgendwie abspielen. Sie müssen weder Code können, noch die Syntax, noch diese Tasks im Detail wissen, sondern da geht es mir nur Verständnis, was ist das, was macht das, warum würde ich das verwenden. Und die heutige Vorlesung, bitte auch nur recht überblicksmäßig, was ist Canvas, Audio, Video, Geolocation, Local Storage, was machen die Technologien, wozu verwende ich sie, wie funktionieren sie prinzipiell. Sie müssen keinen Code zu den einzelnen Technologien irgendwie kennen, ist kein Problem, aber einfach nur verstehen, okay, was kann ich mit Geolocation machen? Und wenn die Frage kommt, wird die Location immer freigegeben, dann werden Sie sagen, nein, der User, die Userin kann das entscheiden. Solche Dinge, dass Sie verstehen, was diese Sachen machen. Okay, wie gesagt, die Klausurdetails hatte ich eh schon. Was ich Ihnen noch anbieten kann oder möchte, ist so, ich nenne es immer Klausur-Hangout. Ja, wir hängen gemeinsam in MS Teams ab. Ich würde das so machen für die Vorbereitung. Die Klausur haben wir, es ist der 9., wir haben es am 26., also das sind noch 2 Wochen Zeit fast, ein bisschen mehr sogar. Ja. Ich nehme mal an, es wird nicht sofort gelernt werden bei allen. Deswegen meistens war die Idee, dass wir uns knapp vor der Klausur noch einen Termin ausmachen, wo alle offenen Fragen, die beim Lernen dann entstanden sind, noch beantwortet werden können. Meistens habe ich es am Abend vorher gemacht. Ja, aber wenn Sie einen anderen Termin bevorzugen, dann ist das okay. In der Regel mache ich das so. Sie einigen sich bitte im Jahrgang auf einen Termin. Also ich habe gesagt, wir haben am 26. die Klausur, wir können es am 25. am Abend zum Beispiel um 17 Uhr machen oder so. Bis dahin haben vermutlich alle gelernt und haben Fragen, die Sie vielleicht noch beantwortet haben möchten. Wenn Sie es aber gerne am 24. haben möchten, können wir es auch machen. Bitte machen Sie sich das im Jahrgang aus. Ja? Und der Jahrgangssprecher, die Jahrgangssprecherin oder irgendwer aus dem Jahrgang, ganz egal, meldet sich bitte in der nächsten Zeit bei mir. Muss jetzt nicht sofort innerhalb von einem Tag sein, aber halt sinnvollerweise einigermaßen noch vor der Klausur, dass wir es noch unterbringen. Und gibt mir den Wunschtermin bekannt, wann Sie das gerne machen möchten. Ja, also zum Beispiel der 25. um 17 Uhr, sage ich jetzt mal. So, wenn ich weiß, okay, wir machen das an dem Termin, weil Sie haben sich bei mir gemeldet, dann schicke ich Ihnen eine URL zu einem Fragenportal. Das ist selber so eine Plattform, Slido heißt die. Da können Sie Ihre Fragen eintragen. Das heißt, Sie lernen und dann kommen Sie irgendwann auf irgendwas drauf und sagen, okay, das verstehe ich nicht, das hätte ich noch gerne erklärt. Dann schreiben Sie rein, okay, keine Ahnung, mir ist noch nicht klar, wie man mit JavaScript DOM, keine Ahnung, warum der Event-Listener, wo kommt dieses Event-Objekt her oder irgendwas. Dann schreiben Sie das so hinein. Okay, ich habe so ein Auge auf das Fragenportal und nehme die Fragen, die in dem Portal sind, als Vorbereitung für diesen Termin. Das heißt, ich schaue mir die Fragen vorher an und bereite ein paar Beispiele vor, die ich dann verwende, um einfach diese Fragen konkret zu beantworten. Ja, also bitte hineinschreiben. Wenn Sie dieselbe Frage haben, wie sie schon drinsteht, kann man die auch upvoten. Dann habe ich so einen Überblick, was sind so die wichtigsten Fragen. Und die mit den meisten Upvotes werde ich auch als erstes logischerweise beantworten. Aber wir kommen eh zu allen, überhaupt kein Thema. Das heißt, Sie können während dem Lernen einfach Ihre Fragen hineinstellen und wir machen dann diesen gemeinsamen Termin, wo ich die dann alle beantworte und wenn dann spontan Sachen auftauchen, können Sie die über Teams fragen oder in den Chat schreiben oder sonst irgendwas. Das heißt, Sie haben am Vorabend oder wann auch immer Sie das machen wollen, noch die Möglichkeit, alle Dinge, die irgendwie noch unklar sind, von mir beantwortet zu bekommen. Bitte koordinieren Sie sich und geben Sie mir Bescheid. Der Jahrgang letztes Jahr hat es tatsächlich fast versemmelt. Ja, die haben das vergessen. Die sind irgendwie 2 Tage vorher draufgekommen, sie hätten doch noch gern so einen Termin. Das ist dann eher etwas ungut und war auch eher etwas knapp. Das heißt, bitte nicht vergessen, das gebe ich in Ihre Hände. Wenn ich nichts höre, dann mache ich auch nichts. Und sobald Sie sich aber bei mir melden, dann gibt es den Termin und dann können wir das mehr oder weniger einrichten und alle Fragen noch klären. Diese Sachen sind übrigens für meinen Teil, bitte mit dem Volker Christian für seinen Klausurteil einfach gesondert sowas ausmachen. Wir haben es mal gemeinsam probiert in der Vergangenheit, aber es macht keinen Sinn. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man die Teile einzeln macht, sodass die Inhalte nicht komplett durcheinander gemischt werden. Also das betrifft alles mit HTML, CSS, JavaScript, die ganzen Netzwerksachen bitte gegebenenfalls einfach mit Volker Christian ausmachen. Okay. Damit bin ich für heute am Ende. Herzlichen Dank für die 12 spannenden Vorlesungen. Wir sehen uns natürlich noch
morgen und übermorgen in den Übungen. Da machen wir noch ein abschließendes, finales Beispiel, so rund um Dom, Event-Listener und so weiter. Und dann, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit bis zur Klausur und dann sehen wir uns. Und dann ist das Semester schon wieder vorbei und nächstes Semester geht es dann weiter mit Hypermedia 2. Gut, passt. Dankeschön und Mahlzeit.